So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke, dem Autor von Enklave, mit mir Philipp Stein, dem Verlagsleiter des Jung Europa Verlags und endlich heute mit Benedikt Kaiser. Benedikt, ich grüße dich. Ich grüße euch und bedanke mich herzlich dafür, dass ich endlich kommen durfte. Ja, wie soll man dich eigentlich vorstellen, Benedikt? Als Autor, Lektor, Denker. Da die Devise heißt, niemals ruhen, sind auch verschiedene Tätigkeitsbereiche zu berühren. Ja, so ist das. So, Lektorat, liebe Freunde, genug geredet, stoßen wir erstmal an. Prost. Wir wollen natürlich wie immer drüber sprechen, was wir heute trinken. Ich habe mal ein Tröpfchen aus meiner Heimat Nordhessen mitgebracht, beziehungsweise mehrere Tropfen. Ich trinke hier ein schönes Hütt Naturtrüb, kann ich jedem empfehlen. Ungefiltert, regional und fein herb. Und die anderen beiden Herren trinken... Also ich trinke einen Martini Edelpilz, auch aus Philipps Heimat. Und Volker trinkt warum auch immer Clausthaler extra herb, was mich leicht irritiert. Wobei du natürlich falsch liegst. Es kommt ja nicht aus Nordhessen, wie wir gerade festgestellt haben. Genau, also ich weiß, dass es einige nordhessische Zuhörer gibt, deswegen muss man da schon korrekt sein. Ich bin ein großer Fan von Hütt Naturtrüb, wie es hier auch steht, das nordhessische Original. Natürlich haben wir auch... Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Unglaublich. Natürlich haben wir auch... Corona-Test wurde aber gemacht. Wurde gemacht. Natürlich haben wir auch anderes nordhessisches Bier hier, zum Beispiel das gute alte Löwenbier. Aber die beiden haben einen Martini-Edelpilz eigentlich aus Kassel, mittlerweile aber gekauft von Einbeck und hergestellt in Niedersachsen. Also eine Mogelpackung, kann man sagen. Aber schmeckt es trotzdem halbwegs, oder? Mir mundet es sehr gut. Zu Ibuprofen ist besonders gut, oder? Ja, zu Paracetamol nicht, soweit ich weiß. Nee, das ist das nicht, aber... Verhält sich Hessen und Niedersachsen so wie Bayern und Württemberg, oder? Nö, eigentlich nicht. Da gibt es keinen größeren Streit. Schade. Ja, in Hessen gibt es eher interne Streitigkeiten. Nordhessen, Südhessen. Das ist ja in jedem Bundesland so, ne? Ja, aber das ist schon sehr unterschiedlich. Hessen hat es ja als Bundesland in der Hinsicht nie gegeben. Ist ja, hast ja die Kurfürstentümer Hessen-Waldeck und Kassel und Nassau. So weiter. Hessen-Nassau. Und wurde, ich weiß gar nicht, wann es zusammengeschustert wurde, aber es ist schon sehr unterschiedlich. Also Nordhessen und Osthessen Richtung Eisenach, der Gürtel. Und dann natürlich, das hat mit Frankfurt jetzt nicht viel am Hut. Ne? Also, Gott sei Dank. Wir babbeln nicht so wie die Frankfurter. Aber du sagst ja auch mal, wenn du mich anrufst, Gude. Nee, Gude ist ja auch wieder nicht, aber das kannst du nicht wissen. Ist es nicht Frankfurt? Ja, das ist Frankfurt. Ja, deswegen, aber warum sagst du das denn? Keine Ahnung, aber du als Frankfurt-Fan musst es ja wissen. Also ich denunziere jetzt niemanden, aber ich kenne jemanden anders, der Mitglied bei Eintracht ist. Der und geimpft. Und geimpft. Und Eintracht-Fan. Ne, Kalli? Also, so, legen wir los, Freunde. Wir machen es heute mal so. Läuft der Ton schon? Der Ton läuft schon. Ah. Und ihr werdet es vielleicht hören, wir haben heute ein bisschen mehr Hall auf der Spur. Die Tontechniker unter euch werden das natürlich sofort hören. Wir haben uns heute im Jung Europa Buchlager getroffen, aus ein paar logistischen Gründen. Und hier ist jetzt nicht gerade so gut ausgebaut wie in unserem kleinen Studio. Aber ich denke, wir werden damit leben können und haben Benedikt Kaiser endlich vors Mikrofon gezerrt, um ihn auszuquetschen. Neue Auflage von Höver halt nicht ganz so gut. Das ist richtig. Hinter uns steht die neue Auflage Europa Power Brutal in einigen Kartons. Das sind 1000 Stück, die wir nachgedruckt haben. Und über 1000 Stück haben wir schon verkauft. Das ist jetzt die zweite Auflage. Die ist diese Woche gekommen. Wer es noch nicht hat, wer es noch verschenken will, wer die zweite Auflage auch noch braucht, der möge bestellen. Wir liefern seit wenigen Tagen den Höver wieder aus. Ein unglaublicher Erfolg. Du hast den Höver auch genossen, oder Benedikt? Ja, durchaus. Also ich hatte ja bei diesem Tag der offenen Tür in Schnellroda mit Susanne Dagen und Ellen Kositzer darüber diskutieren dürfen. Kositzer war völlig begeistert. Das habt ihr ja, glaube ich, im letzten Podcast auch schon angesprochen. Ne, ihr beide habt es angesprochen, oder? Ne, wir haben im letzten Podcast nicht drüber gesprochen, genau. Aber wir haben es auf Social Media. Ihr habt es auf Social Media gemacht, genau. Ne, und Dagen war natürlich überhaupt nicht begeistert. Ne? Aber ist klar, dieser Roman ist eben für ein bestimmtes Lebensgefühl, für einen bestimmten Typus jungen Menschen geschrieben und dass dann Frau Dagen dann nicht so begeistert ist. Eigentlich müsstest du ja alle Scheiße gefunden haben dann, aber. Ha? Eigentlich müsstest du ja alle Scheiße gefunden haben dann. Warum? Weil ihr alle alt seid. Ach, Volker.
Trink dein Klausthaler und lass dir wachsen. Aber nee, es ist ja so, dass, dass man sicherlich auch ein bisschen Insiderwissen braucht. Höfer sagt ja immer, man er hätte keinen Szeneroman geschrieben, aber das glaube ich auch nicht, weil es gibt auch viele Kunden, die nicht in der rechten Szene verwurzelt sind, aber naja. Also ich denke, das ist, wenn du wirklich, also wenn der Johnny Boy vorgehabt hätte, einen Szeneroman zu schreiben, wäre es peinlich geworden. Ja. Aber es ist am Ende ein Szeneroman geworden, ohne dass er es vorhatte. Und das macht auch eine der verschiedenen Besonderheiten dieses Buchs aus. Ich finde auch, dass es ein Szeneroman ist, aber man merkt eben, er hat es irgendwie nicht mit dem Vorschlaghammer versucht. Hm. Nicht so krampfhaft konstruiert, nicht irgendwie krampfhaft bestimmte politische Dialoge eingewoben, so nach dem Motto, das muss jetzt irgendwie gesagt werden. Es gibt ja auch so überbelehrende Romane, die sind ja auch nicht schön. Ne? Kennst du ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel Tiefe Furchen von Otto Gottsche. Das ist so ein Roman über die Bodenreform in den 40er, 50ern in der DDR oder am Anfang von der SPZ, dann DDR. Otto Gottsche ist ja vermutlich allen Hörern bekannt, der... Nein, Spaß beiseite. Nee, der war ein Kommunist und der hat eben tatsächlich so... Also ich mag den Tiefe Furchen natürlich schon, aber man merkt halt wirklich, genauso wie der Stahl gehärtet worden ist von Nikolai Ostrowski. Das Buch kann man übrigens erwerben, dein Vorwort von mir, kleiner Werbeblock. Das sind so Bücher, wo man einfach merkt, die Romane sind einfach geschrieben worden, um eine Message loszuwerden. Und da leidet dann automatisch dann die literarische Qualität runter. Das ist ja zum Beispiel bei Waffenbrüder genauso, ne? Ja gut, ich hab auch nicht behauptet, dass ich jetzt der große Fan von Waffenbrüder bin. Trotzdem soll es natürlich jeder bei jungeuropa.de bestellen. Aber es hat ja auch einen anderen Zweck. Es hat einen anderen Zweck und vor allem, es war eine andere Zeit. Ich meine, wenn du... was soll ich sagen? Also ich bin kein Fan von Waffenbrüder, das kann ich offen sagen. Weil es offen antisowjetisch ist. Nee, deswegen überhaupt nicht. Ich meine, der Krieg war ja ein gerechter Krieg, den die Finnen gefochten haben. Nee, was mich daran stört, ist tatsächlich das Ende. Also das ist ja wirklich mitnehmend. Und ich bin insofern amerikanisiert, dass ich dann bei Romanen gelegentlich dann doch eher so dieser Happy-End-Typus bin, der man eigentlich nicht sein soll. Aber es gefällt mir besser. Deswegen gefällt mir auch bei Strittmatter Ole Bienkopp, finde ich auch so schade, wie am Ende alles schief geht, dann auch Bodenreform-Roman übrigens. Also ich mag das irgendwie nicht, wenn das Ende nicht aufbauend ist. Das soll schon irgendwie vorwärtsdrängend sein. Aber das ist ja auch, das ist auch ein unfairer Vergleich in der Hinsicht, zum Beispiel die Kadetten des Alcazar sind ja im Grunde genommen auch eine Art Propagandanovelle. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und das mindert natürlich schon den literarischen Wert, aber es hat halt eine gewisse Position in der Historie und auch in der Jetztzeit, die mit dem Höfer-Roman nicht zu vergleichen sind. Absolut. Aber man kann natürlich schon über beides sprechen, aber Waffenbrüder oder die Kadetten, das sind ganz andere Literaturtypen. Ja, und es ehrt ja auch Höfer, dass wir ihn ja jetzt im Endeffekt in eine Reihe mit tatsächlichen Schriftstellern stellen. Und das stellt ja auch wieder unter Beweis, wie gut dieses Buch ist. Also, hat ja auch Ellen. Die Ellen hat ja richtig auf den Putz gehauen und hat ja Bukowski und Kracht ins Feld geführt. Das ist, ja. Das finde ich schon, also ich will ja das Buch nicht schmälern, aber das ist natürlich schon, also Kracht, ich meine, man kann Kracht auch total scheiße finden, aber das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich schon irgendwo ein andere Welt erstmal. Ja, natürlich. Ja. Aber ich erinnere dich daran, was ich dir letztens geschickt hatte als Screenshot, wo ein Bekannter mir schrieb, als er im Urlaub die Lektüre von Höfer beendet hat, der hat wohl zu viel Bukowski gelesen. Also offensichtlich drängt sich ja dieser Eindruck bei vielen auf. Ja, Bukowski ist halt der bekannteste Säufer-Romancier, könnte man sagen. Ja, aber Höfer braucht er den nicht lesen, weil er lebt ja selber einfach. Ich glaube nicht, dass der Höfer den Bukowski gelesen hat. Ja. Höfer ist ja auch nicht so der Vielleser, was ja auch nicht schlimm ist. Aber Kracht zum Beispiel hat ja auch mit Faserland begonnen, das ist ja auch was anderes wie heute. Mhm. Viele würden sagen, das war besser als das, was heute kam. Volker hat ja auch mit diesem Problem bald zu kämpfen, dass ich jetzt vor seinem zweiten Manuskript stehe. Und das zweite Buch ist natürlich immer, also aus meiner Sicht ist das Heftigste. Ja. Weil du hast ein erstes vorgelegt, gut, wenn das scheiße war, war es scheiße, aber wenn es gut war, und bei Volker haben sehr viele Leute rückgemeldet, dass sie es sehr gut fanden, erwarten die natürlich beim zweiten Buch, die haben eine gewisse Erwartungshaltung, das ist nicht mehr dieser Newcomer-Bonus. Mhm. Das haben ja auch unglaublich viele Leute geschrieben, ob jetzt einfach Enklave 2 kommt oder so. Genau, oder ob Europa Power Brutal 2 kommt, und das, ich kann schon verraten, ich habe von Volkers Manuskript schon ein bisschen was gelesen, das geht in eine völlig andere Richtung. Ja, das finde ich wieder, naja. Es gibt kein Happy End, nichts für dich. Und das ist so... Also, ja, ich habe ja auch zu den Lesern gezählt, Volker, in deinem Fall bei Enklave. Wirklich? Ich habe dir direkt, ja. Du bist ja auch kein Vielleser, habe ich gehört. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Man steht eben in der politischen Praxis auch. Ja. Aber lieber Volker, ich habe dir das damals direkt geschickt, als ich fertig war mit Enklave, dass ich das nicht schlecht fände, wenn das quasi eine Art Prequel wäre. Also eine Art Präludium zu deinem richtigen Enklave-Roman. Also im Endeffekt wie ein langer Anlauf, der die Leute erstmal neugierig macht,
mitnimmt und dann kommt auf einmal ein 300 Seiten oder 400 Seiten Schinken. Ja, wer liest denn sowas? Ja, genug. Aber der Stoff von Apokalypse auch möchte ausgereizt. Ja. Willst du sagen, er ist ein Plagiator, oder? Nee. Ja. Ich sag alles auf. Oh, da gut fehlt alkoholfreie Bier aus der Hand. Gut, Freunde, wir wollen heute zwei Punkte berühren. Und zwar das erste ist, wir wollen heute sprechen, überraschend vielleicht für einige, über, bitte schaltet nicht ab, über Magazine und Periodika. Also wir wollen mal drüber sprechen mit dem Benedikt, was gibt's in Deutschland für Magazine, was gibt es im Ausland für Magazine? Er ist ja Autor von, wie heißt das, Gedrucktes? Sammelstelle des Gedruckten. Sammelstelle für Gedrucktes. Sammelstelle für Gedrucktes. Ich lese das nicht so oft. Sezession.de, also Benedikt wertet dort im Prinzip hauptsächlich Mainstream-Medien aus, kann man schon sagen, ne? Ja, überwiegend. Und so. Ja. Und wir wollen aber drüber, du bist ja auch Auslandskorrespondent der Element. Ja, wobei das immer so ein Titel ist. Das klingt, also Benoit hat es mal in einem Artikel von mir in den Element in Frankreich drüber geschrieben, über die Überschrift. Aber gut, du bist... Hat es beibehalten, das fand ich ganz nett. Ja, aber du bist Autor verschiedener ausländischer Periodika. Ja. Du bist viel Leser verschiedener ausländischer Periodika. Ja. Das heißt, wir wollen darüber mal sprechen, um dem Leser auch einen Überblick zu bieten. Denn wir haben überlegt, über was reden wir mit Benedikt? Klar, das Naheliegendste wäre gewesen, über Solpat oder Querfront oder Ähnliches zu sprechen. Aber das war ja auch sehr erwartbar gewesen, muss man sagen. Ja. Über Dröller Rochelle haben wir bereits gesprochen. Über Mola werden wir irgendwann noch sprechen, das haben wir schon fest abgemacht. Und jetzt werden wir im Prinzip darüber sprechen und dann machen wir zum ersten Mal wie so eine Art offene Fragerunde, wenn man es so nennen will. Wir haben ja auf Twitter verschiedene Nutzer haben dort ihre Vorschläge, ihre Fragen eingereicht und mit denen werden wir dich sozusagen konfrontieren. Okay, jawohl. Die Frage natürlich nicht gelesen vorhin. Tatsächlich nicht. Nein, aber da sind einige Kracher dabei. So dass wir so eine Open-End-Sendung ein bisschen haben, in der Hinsicht, ja, was die Leute halt gern von dir wissen wollen. Also anscheinend gibt es einen erhöhten Redebedarf, was die Leute von dir gerne wissen möchten. Und so machen wir das. Steigen wir damit ein. Du selbst bist Autor der Sezession, ja, der Neuen Ordnung, beziehungsweise jetzt Abendland, wie sie jetzt heißt. Und der Element, bereits genannt, das ist das französische Magazin von Alain de Benoist. Genau. Und was haben wir noch? Tekos, glaube ich, ne? Ja, der Tekos, das ist eine Zeitschrift aus Belgien, konkret Flandern. Da bin ich aber insofern nur Autor, als dass sie eben so jeden zweiten, dritten Sezession-Aufsatz einfach ins Niederländische übertragen. Freilich, ein paar Beiträge, ja, Info direkt, halt was man noch so nebenbei zusammenbekommt. Aber freilich, Info direkt, also Graz und Linz. Ne? In Österreich. Ja, glaube ich. Genau. Das ist es eigentlich erstmal. Würdest du denn sagen, dass diese rege Tätigkeit in Magazinen was austrägt? Oder glaubst du, dass diese Sezession im Netzartikel und gelegentlich bei anderen Online-Medien mittlerweile eigentlich bedeutender sind, wenn wir über die Frage des Magazins als Medium sprechen? Also ich bin an sich persönlich ein Freund des Gedruckten tatsächlich. Also ich kann auch mit Online-Abos von Zeitungen und Zeitschriften nicht viel anfangen. Ich habe die tatsächlich ganz oldschool am liebsten auf dem Schreibtisch liegen oder am Sofa und lese die dann und mache meine Notizen. Ich bin da zu oldschool. Allerdings bin ich Realist und weiß, dass Beiträge bei Sezession.de, die man also online nur bringt, meistens mehr Aufsehen erregen oder mehr diskutiert werden als Beiträge, die im Printheft erscheinen. Es gibt auch manche Leser, die sagen, ach, das hat es nicht ins Druckheft geschafft. Wo man merkt, die Leute, also gerade Leute, die viel Leser sind, schätzen dann auch eher das Gedruckte, weil es eben eine Art ernstzunehmende Aufwertung ist, wenn etwas verschriftlicht wird und gedruckt wird etc. Während halt online immer noch manchmal den Ruch des Vergänglichen hat. Aber gerade bei tagespolitischen, realpolitischen Artikeln sieht man schon, dass die Online-Beiträge mehr wahrgenommen werden und auch eine ganz andere Zugriffszahl haben. Also wenn ich jetzt eben, keine Ahnung, wenn 10.000 Menschen die Sammelstelle lesen, online, wenn das ein polarisierendes Thema ist, dann weiß ich natürlich ganz genau, dass es nicht über 4.500 Sezessionen Printheftleser sind. Mhm. Auf der anderen Seite kommt es aber eben auch auf die richtigen Leser an. Das sagt man ja oft als Floskel, aber es stimmt ja auch. Ja, also klar. Wenn ich 10.000 Leser habe, die online mal draufklicken, dann habe ich natürlich überhaupt kein Bewusstsein dafür oder keine Kenntnis drüber, ob das einfach mal kurz Leute waren, die haben kurz mal durchgescrollt, die haben es gelesen. Bei einem Printheft-Abonnenten kann ich schon eher davon ausgehen,
ausgehen, dass er wirklich einen Zugang zu diesem Beitrag hat und ihn auch liest und dann vielleicht auch die Inhalte weiter verbreitet. Und das ist ja die erste Frage, die du gestellt hast mit dem Austragen. Also wenn ich nicht glauben würde, dass publizistische, politische Tätigkeit etwas austragen würde, dann würde ich was anders machen. Man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel so Sachen wie deine Wahlanalysen, die du nach den Landtags- und Bundestagswahlen turnusgemäß immer bringst, dass die ja schon meistens ein großes Echo erzeugen, ne? Ja, das auch über Leute, die es einfach mal lesen und dann irgendwelchen Freak-Gruppen dann teilen, hinaus, ne? Also. Ja, das ist schon so. Aber es sind halt auch verschiedene Dinge. Also jetzt im aktuellen Sezessionenheft 103 zum Beispiel, da habe ich grundlegende Thesen zum rechten Staatsverständnis der Zukunft sozusagen skizziert. Das ist natürlich auch was ganz anderes, als jetzt eben, wie du sagst, so eine Wahlanalyse. Die Wahlanalysen sind ja erst eben analytisch und dann meistens mit einer polemischen Zuspitzung oder mit einer konkreten Handlungsempfehlung, Handlungsvorschlag, was auch immer. Das ist natürlich was anderes als jetzt politische Theorie, wie sie eben manchmal zu kurz kommt, aber dann in so einem Sezessionbeitrag eben dann verdichtet werden soll. Also es sind einfach verschiedene Ebenen. Und jeden Tag kann man auch nicht irgendeinen theoretischen Baustein rausballern. Deswegen schadet es auch nichts, wenn man immer noch die Klammer behält. Mal was Realpolitisches, mal was Aktuelles, mal was Unvergängliches, mal was Belletristisches. Ich schreibe auch gerne Rezensionen. Und mal wieder was ganz anderes. Also einfach ein bisschen Abwechslung auch beibehalten, damit es halt lebendig bleibt. Weil irgendwann, wenn du nur Theorie machst oder nur Realpolitik, ich glaube, dass, keine Ahnung, da verkümmerst du irgendwann. Oder die Inhalte verkümmern irgendwann. Ja. Wie man ja übrigens an vielen Blogs auch merkt, die in der Zeit abgestiegen sind. Ja. Also es ist im Grunde genommen so, ich denke mal, dass die meisten Zuhörer, nein, nicht die meisten, jeder weiß, was Sezession ist. Vielleicht können wir trotzdem kurz darauf eingehen. Die Sezession ist, glaube ich, das kann man so sagen, das bedeutendste neurechte Periodika, das es gibt. Die Sezession erscheint, glaube ich, viermal im Jahr. Sechsmal. Sechsmal? Ah ja, sechsmal sogar. Meistens gibt es ein paar konkrete Themenhefte und dann offene Hefte, ne? Genau, immer im Wechsel. Immer im Wechsel. Und Chefredakteur ist Götz Kubitschek. Jawohl. Lehnert ist sozusagen der Vorsitzende des IFS, des Trägervereins. Des Trägervereins, des Herausgebers. Genau. Du bist aber auch zusammen mit einigen anderen sozusagen als Herausgeber genannt. Also mit zwei. Also Ellen Kositzer und ich sind ebenfalls Redakteure. Und Worak Stocker, ne? Ist und Wolfgang Worak Stocker aus Graz, genau. Genau, das heißt, ihr seid im Prinzip das Team, ein Fünfer-Team. Das offiziell als die Macher des Periodikums sozusagen dastehen. Und hervorgegangen, vielleicht kannst du es nochmal kurz ausführen, die Sezession ist, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht schon das entscheidende neurechte Periodikum und ist hervorgegangen, mehr oder minder aus Kritikon. Ne? Genau, also man kann es so zusammenfassen, es gab Kritikon, seit den 70er Jahren, herausgegeben von Caspar von Schrenck-Notzing, prägender Autor und der prägendste Autor war meiner Meinung nach dann Armin Mohler. Ist eine lange Geschichte. Das Heft wurde dann, wie gesagt, in den 70ern gegründet. 80er, 90er war es im Endeffekt eine Art Sammelblatt, wo wirklich alle nicht sogenannten altrechten Bezüge vertreten waren. Das heißt christlich-konservative, liberal-konservative, CSU-konservative, national-konservative. Also sowas wie Nation Europa und so war konkret ausgeklammert. Ja, wobei es da auch Überschneidungen gab. Also Henning Eichberg zum Beispiel hat ja bei Nation Europa begonnen, hat auch für Kritikon geschrieben. Da ist man dann schon so sehr in den Feinheiten. Aber das Entscheidende war eher, dass Kritikon eine Art Sammelstelle auch war für unterschiedliche konservative Submilieus und rechte Submilieus. Da gab es auch Paneuropäer, aber die ja christlich Paneuropäer waren, nicht im jungen europäischen Sinne. Es gab auch nationalrevolutionäre Einzelne, es gab viele Auslandsakteure und so weiter und so fort. Aber Kritikon hat dann, um das mal abzukürzen, eine Wendung ins Libertäre hingelegt, hat sich dann auch umbenannt in Neue Nachricht. Herausgeber war dann unter anderem Gunnar Sohn und Ansgar Lange, der meines Wissens nach mittlerweile, wenn ich mich jetzt nicht täusche, CDU-Lokalpolitiker geworden ist. Also man sieht schon ungefähr, wo die Reise hingegangen ist. Und inhaltlich war es eben wirklich libertäres, aus meiner Perspektive, ein libertäres Wegwerfprodukt geworden. Und es haben offensichtlich viele damals so gesehen, 2000 rum. Und dann haben eben Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weismann, der damalige Mitgründer des Instituts für Staatspolitik,
und Kritikon-Stammautor, Schüler Armin Molas. Weißmann und Kubitschek haben dann die Sezession gegründet. Kritikon ist eingegangen als neue Nachricht, weil es dafür einfach keinen freien Markt gab. Es gab auch keinen Bedarf an diesem Produkt. Und dementsprechend ist das Geschichte. Und die Sezession ist dann eben gegründet worden und hat, denke ich, viele Reste von Kritikon eingesammelt, hat auch Abonnenten eingesammelt, hat auch teilweise Autoren eingesammelt, war aber trotzdem noch was anderes. Die Sezession hat gerade in ihrer Gründungszeit einen unverwechselbaren Ton angeschlagen, hat auch, zumindest nach meinem Dafürhalten und nach meinem Empfinden, einen etwas prononciert rechteren Ton angeschlagen. Die Kritikon war schon immer auch mit einem Bein im nationalliberalen Lager gestanden. Also gerade so sogenannte konservative FDPler oder konservative CSUler. Und sowas sieht man ja an der Sezession dann über die Jahre hinweg nur in Einzelfällen. Die Sezession ist dann wirklich ein dezidiert neurechtes Projekt gewesen, würde ich sagen, während eben Kritikon auch neurechte Autoren hatte, aber im Wesentlichen eigentlich ein konservatives, strömungsübergreifendes Organ gewesen ist. Also wer da alte Ausgaben bekommen kann, dem empfehle ich es. Vor allem die Jahrgänge 70er Jahre, 80er Jahre, teilweise 90er Jahre sind sehr interessant. Auch gerade was Belletristik angeht. Ich habe dort, glaube ich, auch zum Beispiel das erste wirklich umfassende Autorenporträt zu Ivo Andrić, einem großartigen jugoslawischen Schriftsteller, gelesen. Also die hatten auch immer den Blick für das nicht Allgemeine, also schon für das Besondere. Und deswegen Kritikon als Vorgänger der Sezession auf jeden Fall auch lesenswert. Überwiegend zumindest. Aber kann man die Sezession schon als eine Art Nachfolge bezeichnen? Ja, denke ich schon. Ja. Vielleicht nicht institutionell, organisatorisch, aber auf jeden Fall ideell schon und auch vom Anspruch. Ja. Das ist ja nicht eher interessant, weil du sagst, dass das Kritikon früher so lageübergreifend ein Stück weit war. Ja. Das ist die Sezession ja, wenn man manche Tweets mancher AfDler verfolgt, heute nicht mehr so. Wo die Schnellroder ja oder die Sezession als ein bestimmtes eigenes Lagermilieu festgemacht wird, ja, das überhaupt nicht mehr szenenübergreifend oder lagerübergreifend. Also man muss hier zwei Sachen festhalten. Erstens ist es eben durch das Engagement der Sezession-Redakteure bei Pegida, AfD und Co. zu einer Verschmelzung gekommen von unterschiedlichen Sachverhalten. Sprich, die Sezession hat eben, weil man eben auch tagesaktuelle Dinge bearbeiten muss, beziehungsweise nicht den Anschluss verlieren darf an die Realität, man will ja nicht im Elfenbeinturm verschwinden, hat sie sich eben entschieden, vor ein paar Jahren ins Praktische auch ab und zu auszugreifen. Ins realpolitisch Praktische meine ich jetzt. Und da wurde dann, das ist das Zweite, Stellroder eben oft zu einer Chiffre. Also ich persönlich rede natürlich jetzt hier nur für mich, als einzelnen Autor dieser Zeitschrift, kann jetzt nicht für alle sprechen, aber de facto ist mein Eindruck schon der, dass Schnellroder zur Chiffre wurde für eine politische Richtung innerhalb der AfD, die das Grundsätzliche bearbeiten will, die eher eine prononciert rechte Ausrichtung der Partei befürwortet. Und natürlich ist es auch ganz klar, wenn man einfach mal das bei Google eingibt, die Verbindung zwischen Götz Kubitschek und Björn Höcke, die musste niemand enthüllen, ja, sondern die ist einfach real existierend gewesen oder ist immer noch. Und dadurch haben eben gerade so die sogenannten Gemäßigten bzw. die sogenannten Liberalen innerhalb der AfD haben dann eben recht schnell das Fass aufgemacht. Schnellroder ist die Höckebude, ist die Denkschule für Höcke und so weiter und so fort. Das ist halt so im politischen Alltagsgefecht, ne? Da wird halt dann verkürzt, das ist ganz normal. Aber im Großen und Ganzen muss man schon betonen, dass an sich das IFS überparteilich ist. Es gibt auch bei den Akademien immer noch, man glaubt es kaum, auch wenn sie Mitglieder von politischen Parteien sind, auch Mitglieder anderer Parteien. Ich habe beim Tag der offenen Tür jetzt sogar mit einem CSU-Mitglied gesprochen. Das gibt es immer noch. Aber wo es eben nicht mehr gibt, und das ist, denke ich, die große, große Verschiebung der letzten 30 Jahre, im Autorenstamm. Also die Kritikon hat ja auch verschiedene Zeitschriftenfusionen damals mitgemacht. Zum Beispiel mit Konservativ Heute, einem protestantischen Magazin und so. Und die Autoren, Klaus Motschmann beispielsweise, den kennt heute eigentlich keiner mehr, aber es waren auch Autoren, die aus irgendwelchen Submilieus kamen, aus der evangelischen Kirche, aus dem katholischen Traditionalismus. Und es war damals auch weniger Abgrenzeritis etc., weil aber auch weniger Öffentlichkeit drauf war. Ja, klar. Ich würde aber auch sagen, so fair muss man, glaube ich, sein, zu sagen, dass Schnellroder, glaube ich, schon den Wunsch hätte, strömungsübergreifender zu sein. Also nicht, weil man sich der eigenen Position nicht sicher wäre, sondern schon auch deswegen, weil, glaube ich, der Götz schon gerne, also jetzt
er möchte jetzt sicherlich keine klassischen FDP-Autoren oder so dabei haben, aber glaube, wenn die Möglichkeit bestehen würde, die Versuche, andere Leute einzufangen für einen Beitrag, seien sie nur aus dem linken Spektrum oder seien sie aus dem Konservativen, aus dem Ausland, sind ja schon da. Ja, also nur der Meinungskorridor, und da möchte ich jetzt nicht rumboomern, aber es ist schon so, der Meinungskorridor ist enger geworden. Du hast es angedeutet im Vergleich zu Kritikon. Du kriegst heute auch oft keine anderen Autoren mehr. Ne? Das ist richtig. Man muss ja auch sagen, alleine wenn man sich die Redaktion anschaut, das ist Sezession, die fünf Namen hast du ja genannt, Ellen Kositzer würde ich, wenn man eine Schublade aufmachen würde, eher ins Libertär-Konservative einordnen. Erik Lehnert ist eher ein nationaler Konservativer mit Vorliebe für die Monarchie. Mhm. Götz Kubitschek ist eher der klassische, ja, eher militärisch geprägte deutsche Rechte. Ich sehe mich eher als solidarischen Patrioten. Andere sagen dann irgendwie Linksnationalist oder rechter Linker oder linker Rechter, wie auch immer. Aber man sieht allein an diesen wenigen Köpfen, die die Zeitschrift inhaltlich gestalten, dass es dort ganz verschiedene Ansätze gibt. Mhm. Und es hat eben wieder Vor- und Nachteile. Also wenn man das aktuelle Heft anschaut, dann sind da eben Beiträge drin, Caroline Sommerfeld, Thomas Werker, die haben ganz anderen Zugriff auf die Inhalte als eben zum Beispiel ich selbst. Und das ist ja auch insofern in Ordnung, weil eben die Sezession eine Art, innerhalb der Rechten trotzdem eine Art plurales Medium ist. Also eben nicht einen Standpunkt hat, der dann durchgefochten wird. Mhm. Und da gibt es eben immer Vor- und Nachteile. Das bringt die Sache mit sich. Wenn du die beiden Autoren schon ansprichst, man muss ja aber sagen, dass in den letzten Jahren, und das sage ich jetzt in der Hinsicht unkritisch, dass ich es erstmal neutral sage, schon auch so eine Rückkehr dieses christlichen Aspekts in der Sezession stattfindet. Im gesamten rechten Spektrum würde ich das nicht konstatieren. Wobei, wenn man den Renovarm Verlag anschaut oder gewisse Besucher der Akademien anschaut, würde ich schon sagen, das ist auch eine kleine Rückkehr des Katholischen, des traditionalistisch-katholischen gibt, gibt es ein gewisses Revival in der Sezession. Das ist, also ich würde ja fast sagen, die Sezession war in den Anfangsjahren ja fast antichristlich. Das würde ich nicht sagen, weil da würde ich wirklich widersprechen, weil Karl-Heinz Weismann als der Metavater der Sezession, auch wenn er heute davon nichts mehr wissen möchte, Karl-Heinz Weismann ist evangelischer Religionslehrer, ist studierter Theologe und hat schon ein christliches Profil bis heute, damals wie heute. Der Mohler hatte natürlich Armin Mohler, Weismanns politischer Ziehvater, wenn man so will. Und ja auch durchaus ein Stichwortgeber von Götz. Genau, hatte eher eine christentumsskeptische Haltung, was natürlich auch daran lag, dass er sehr stark frankophil war. Mhm. Und die französische Neue Rechte, sprich die Nouvelle Droite, also der Vorläufer der deutschen Neuen Rechten, um Hélène de Benoist, um Dominique Venner, um Jean-Marc Bion und andere damals, eben prononciert neo-heidnisch war, oder zumindest, wenn sie nicht heidnisch waren, dann zumindest so laizistisch, oder nicht laizistisch, aber zumindest so nicht religiös, dass man eben sich nicht unbedingt anfreunden konnte. Weil das natürlich in Frankreich auch überproportional, und genau das ist der Punkt, da war, ne? Genau, also das ist der Punkt. Wenn man damals, wenn man anschaut, die Action Française, also eine Art katholisch-nationalistische Bewegung, war über Jahrzehnte hinweg die größte radikal-rechte Gruppierung in Frankreich, und die Nouvelle Droite war natürlich auch der Versuch, dem etwas entgegenzustellen. Ja. Und dieses Katholisieren sozusagen einzudämmen und etwas Neues, Europäisches entgegenzustellen. Und dieses Europäische wurde eben zumindest bis in die frühen 90er, späten 80er im Heidnischen gesucht, in einer Art heidnischen Revival. Ich persönlich zum Beispiel kann damit nichts anfangen, aber man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass Mohler eben stark von Frankreich geprägt war, von französischen Debatten geprägt war und die im Endeffekt auch mitgebracht hat, ins Kritikon zum Beispiel auch. Also im Kritikon, kann ich mich erinnern, gab es, ich weiß nicht, wann, ob es in den 80er waren, gab es eine harte Debatte zwischen Thomas Molnár, einem US-ungarischen christlichen Konservativen, und Armin Mohler. Da wurde auch, also Molnár und Mohler haben sich da auch massiv gebettelt. Und Mohler wurde auch von vielen Leserbriefschreibern und anderen Autoren eben vorgeworfen, das Nicht-Christliche zu forcieren. So, aber jetzt schweife ich ab. Ne, das ist ja durchaus eine Strömung gewesen, die sehr bekannt war. Ob man das jetzt als Neurechts einordnen will, darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich würde eher sagen, nein, aber sowas wie Siegfried Huncke, auch Pierre Krebs, der ja heute einen ganz anderen Weg geht, aber der damals natürlich, sagen wir mal, von den 70ern an schon noch ein Name war. Da kann man nicht dran vorbei. Das war ja schon christentumsfeindlich, also, im Grunde genommen. Das kann man mit Mohler, glaube ich, nicht gleichsetzen. Aber es ist schon interessant,
interessant und worauf ich nur hinaus will, ich habe das Gefühl, in der Sezession, und wie gesagt, das ist gar keine, zunächst erstmal gar keine Wertung, gibt es schon so ein gewisses Revival des Christlichen. So, ne? Also erstmal noch ganz kurz zu Pierre Krebs und Co. Also man muss sich hier vor allem den Namen Jean Audry und Pierre Vial nennen. Ja. Jean Audry, der große Forscher zum Indoeuropäischen, und Pierre Vial, der Gründer der radikal rechten Bewegung Terre Peuple. Den es ja auch noch gibt. Den es noch gibt, der noch lebt. Professor für weiß ich gar nicht. Und Pierre Krebs war sozusagen dann der bundesdeutsche Ableger, weil er auch Franzose ist, aber er kommt ja oder lebt in Hessen. Und das kam sozusagen damit rüber. Aber die Nouvelle Droite der 70er Jahre war ja dann nicht statisch, sondern sie hat ausdiffundiert in verschiedene Richtungen. Und eine dieser Richtungen war dann eben auch dieses harte, radikal neoheidnische, antichristliche, was man eben in Deutschland verbinden würde mit Ahnenrat der Moderne, also der Verlag von Pierre Krebs, und diesen kleinen Kreisen dort, und in Frankreich eben der kleine Kreis um Terre Peuple. Das gibt es, die hat es auch immer gegeben, aber jetzt zur Sezession. Ich würde schon sagen, dass es dieses Revival gibt. Das hat auch was damit zu tun, dass sich so eine eminente Ratlosigkeit ausbreitet in den letzten Jahren. Ihr habt es ja im letzten Podcast besprochen, als es um den Eisvogel ging, dass es ja so eine bleierne Zeit der Rechten gab etc. Und ich glaube, viele, auch Caroline Sommerfeld, ohne ihr zu nahe zu treten, ist ja auch eine Spätrechts geworden. Ja, klar. Mhm. Und sie kennt das ja nur sozusagen als Aufschwungsbewegung. Sie kennt Zellner auf dem Brandenburger Tor, sie kennt diese Fanale nach vorne, die auf einmal, die gibt so einen ganz, ganz leichten Rechtsrutsch in der Gesellschaft. Dinge werden sagbar, Dinge werden tragbar, zumindest aus Sicht der Konsensmitte, und eben auch aus Sicht Neurechter, oder als Neurechter jetzt im Sinne von neu politisierten Rechten so rum. Und auf einmal ist jetzt so eine Phase gekommen, seit ein, zwei Jahren, wo man eigentlich eine Organisation und Orientierung vermittelndes Zentrum bräuchte. Und dieses Zentrum gibt es nicht. Und jetzt auf einmal sucht jeder im Labyrinth seinen eigenen Weg. Und auch da würde ich wieder sagen, es hat Vor- und Nachteile. Wenn mehr suchen, gibt es vielleicht auch mehr Erträge. Auf der anderen Seite hat es eben auch den nicht wegzuredenden Nachteil, dass es eben in alle Richtungen so ein bisschen ausläuft. Und beim Christlichen würde ich zum Beispiel sagen, dass es überhaupt nichts dagegen spricht, wenn jemand seine eigene Weltanschauung auch christlich unterfüttert. Also ich bin selber auch Christ, ich würde es aber jetzt nicht ins Politische hineintragen, weil ich dieses Religiöse im Politischen nicht möchte. Also ich bin für die Autonomie der Bereiche. So. Aber ich denke, diese Ratlosigkeit der letzten Jahre hat dazu geführt, dass sich manche so in einer Art Selbstrettung versuchen. Mhm. Und diese Selbstrettung wird eben verschieden aufgeladen. Im Sinne religiös zum Beispiel, spirituell, esoterisch zum Teil. Du hast das traditionalistische Katholische angesprochen, das ist ein Aspekt. Ich würde auch noch den Hang zur Orthodoxie junger Rechter jetzt nennen. Ja. Gibt es ja auch mittlerweile auch, ich glaube, der Bekannte von uns allen drei, den ich nicht nenne, der 26, 27 ist, der auch zur Orthodoxie konvertiert ist. Das ist schon so ganz... Ist eine Sinnsuche. Ist eine Sinnsuche, absolut. Aber auch da muss man eben das Gedächtnis sozusagen der sozialen Bewegung namens Neue Rechte in Erinnerung rufen. Es gab schon immer diese verschiedenen Ränder, die dann woanders ihren Sinn gesucht haben, im Spirituellen sich versenkt haben oder vertieft haben. Wir kennen alle noch die Zeitschrift Junges Forum. Ja. Gegründet in den 60er, 70ern von Leuten um Henning Eichberg. Ich würde es mal als Poststrasseristen bezeichnen. Die kamen zum Teil aus dem Umfeld des deutschen Vordenkers Otto Strasser und haben sich dann von ihm emanzipiert, weil es da wohl auch gewisse inhaltliche und menschliche Mängel gegeben haben soll, und haben sich dann im Endeffekt in Hamburg vor allem, ganz stark in Hamburg, konstituiert als europäische sozialistische Rechte. Und das war das Junge Forum. Später ist das Junge Forum dann sozusagen ein bisschen entglitten und hat so eine Islamo, wenn es sehr, sehr stark islamophile Haltung eingenommen. Und manche Autoren aus Italien, Deutschland sind dann auch zum Islam konvertiert. Naja. Das ist ein ähnliches Phänomen. Genau, ne? Die sind zum schiitischen Islam konvertiert. Der andere, der Junges Forum Verleger der 2000er Jahre, ist dann mittlerweile orthodoxer Verleger geworden, also christlich-orthodox, serbisch-orthodoxen will ich meinen. Hagia Sophia. Genau. Und es gibt da also verschiedene Richtungen. Und das ist immer so, wenn es eben diese Ratlosigkeit gibt und man eben politisch nicht weiter weiß, dann ist es ganz rational erklärbar, dass Menschen sich eben in irgendeine mystische oder religiöse oder Erweckungsbewegung oder wo auch immer hinein versenken, um dort den Halt zu finden, den das Politische nicht mehr vermitteln kann. Das ist ja schon ein hartes Urteil. Naja, es ist ein hartes Urteil, zumindest für die, die das als Versenkung begreifen, also wirklich dann weg sind. Im Endeffekt einfach nur noch so ihre, ich meine, Gerd Klaus Kaltenbrunner ist ein ganz bekannter Name, einer der wichtigsten konservativen Publizisten des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, Kritikon geprägt,
am Ende hat er sich ein Hausaltar gebaut und war nur noch in seiner katholischen, traditionalistischen Auslegung. Alle anderen waren falsch gelegen. Also auch andere katholische Minigruppen mit 30, 40 Gläubigen waren auch falsch gelegen. Er hatte nur so eine Art Patchwork-Glauben für sich selbst. Aber es liegt ja im Sinne von... Und sowas finde ich dann, kritikwürdig, weil das nicht eine Selbstrettung ist, sondern, wenn man das große Ganze im Blick hat, eine Selbstaufgabe. Aber darin zeigt ja dabei, das ist ja die Quintessenz des Beitrags von Wawerka. Und ich meine damit, also ich will das nochmal klarstellen, sozusagen, die Sezession wird in ihrem Wert als Magazin oder als Zeitschrift nicht geschmälert dadurch, dass sie einen solchen Beitrag hat. Ja. Aber die Quintessenz des Beitrags von diesem Herrn Wawerka ist ja genau das. Also zu sagen, das Politische ist nicht mehr zu gewinnen, wenn man es mal herunterbrechen will. Wir ziehen uns zurück ins Kleine, ins Familiäre. Das ist nicht politisch. Das ist nicht politisch, nein. Aber es liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache, dass die Leute dann in immer kleineren Gruppen verschwinden und der dann überaus bedeutende Position zu messen, obwohl sie die rational betrachtet überhaupt nicht hat. Also dann gehen, ich will da jetzt keine Namen nennen, in 25 Mann starke traditionalistisch-katholische Jugendbewegungen und machen da, wollen da jetzt Banneraktionen machen, aber es interessiert letztendlich keine Sau da draußen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Ja, ja, danke. Also ich würde sagen, dass das nicht unbedingt eine vorgegebene Linie ist, die du gerade gezeichnet hast. Auch da wieder subjektive Beispielfalle. Nee, die Leute, ich kenne auch Leute aus einer gewissen jungen katholischen Jugendbewegung, die politisch vielschichtig aktiv sind, aber trotzdem ihre religiöse Gemeinschaft leben und bewusst leben. Also was ich betonen will, ist nicht die Beschäftigung mit religiösen Themen, egal ob man jetzt Richtung Christentum sich orientiert oder meint halt auch Richtung Neo-Heidentum oder vielleicht auch für eine gewisse spirituelle schiitische Richtung, was auch immer. Das ist nicht das Problem. Zum Problem wird es, zumindest aus meiner politischen, dezidiert politischen Perspektive, dann, wenn es einhergeht mit einer Abwendung von allem anderen. Das gibt's ja auch. Mit einer sektiererischen Haltung, die nicht mehr das große Ganze im Blick hat, sondern wirklich nur noch die individuelle Selbstrettung im religiös-spirituellen / esoterischen. Das gibt's ja überall anders auch. Also die Leute dann sich eben wegbewegen und wieder zum Fußball zurückzugehen und zwar immer noch sich selbst irgendwie als rechts- oder patriotisch betrachten, aber letztendlich nur noch irgendwie Fußball machen oder... Ja gut, aber das kann man jetzt nicht vergleichen. Also das Engagement in einer Fankurve beispielsweise, in einer Fanszene, ist ja nicht so deterministisch wie das Engagement in einer religiösen Splittergruppe. Auch wenn manchmal Fußball, auch wenn man natürlich drüber reden kann, ob Fußball heutzutage manchmal eine religiöse Komponente trägt, aber das ist ein anderes Thema. Aber das würde ich jetzt nicht gleichsetzen, weil es ist nun mal so, dass der Mensch verschiedene Identitätsbausteine in sich trägt. Er ist eben rechts, er ist Sachse oder Bayer, er ist Deutscher, er ist Europäer, er ist eben auch Sportanhänger oder Sportbegeisterter und er hat einen religiösen Glauben. Für mich wird es erst dann in einem negativen Sinne politisch problematisch, und das sagte ich ja gerade, wenn es dann eben wirklich in eine sektiererische Abwendung von der Welt als solcher, wenn das in diesem Kleide daherkommt. Und das habe ich ja auch in den letzten 15 Jahren politischer Tätigkeit oder politischen Engagements immer wieder gesehen, dass es dann eben Leute gibt, die dann, die brennen dann eben für eine bestimmte religiöse Splittergruppe und versenken sich komplett und warten nie wieder gesehen. Gut, Männer, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ich glaube, dass das für die Zuhörer sehr interessant ist, aber wir wollten nochmal über diese ganze Magazingeschichte sprechen, um auch einen Überblick zu bieten. Wir haben über die Sezession gesprochen. Nichtsdestotrotz, dass jetzt, man kann es als Kritik bezeichnen, es durchaus auch eine Art Kritik gab, dass man sagt, von den frühen Heften, die ich extrem gut finde, die mittleren Hefte bis hin zu den heutigen, wo man eben auch viel verschiedene Autoren aus dem christlichen Spektrum und so findet, was man als Kritik bezeichnen könnte. Das wohl wichtigste Periodikum, das es gibt von rechts, ganz eindeutig, das wird es auch bleiben, da gibt es gar keine Zweifel aus meiner Sicht, aktuell. Hin zu anderen Periodika in Deutschland, in der Bundesrepublik besser gesagt. Im Grunde genommen höre ich immer, Benedikt, in vielen Gesprächen,
mit Leuten, die neu dazukommen vor allem, es gäbe ja so viel. Es gäbe so viele Verlage von rechts, es gäbe so viele Periodika, es gäbe so viele Internetseiten. Mein Eindruck ist, dass es eigentlich sehr, sehr wenig gibt. Und dass es in der frühen Neuen Rechten, wir hatten das Thema 70er Jahre, viel mehr gab, wobei es da auch teilweise schwindelerregend niedrige Auflagen gab. Also da hatte man teilweise Magazine mit einer Auflage von 500 Exemplaren. Das war wirklich ein Liebhaberheft, das irgendwie kopiert wurde. Ja. Nichtsdestotrotz schöne Geschichten dabei. Heute alles weitaus professioneller, größer, aber eine wirkliche, wirkliche Fülle an rechten Publikationen gibt es ja nicht. Also es, die 70er, 80er, also ich sag mal, die 70er waren wirklich die Blütezeit neurechten Zeitschriftenverlegens. Und so wie du sagst, manche waren eben auch in 100er Auflage, 300er Auflage, 800er Auflage, das waren kleine Blättchen für Freundeskreise. Es war aber eben eine Zeit, eine Lesezeit. Das war wirklich das Zeitalter des Lesehungers. Ja. Links natürlich genauso groß. Also gerade über die Studentenbewegung, was da an Theorie produziert wurde, aber auch neu aufgelegt worden ist und diskutiert wurde, ist der Zug seinesgleichen. Und das hat eben auch die neue Rechte angesteckt. Auf der anderen Seite würde ich sagen heute, dass es nicht zu viel oder zu wenig neue rechte Zeitschriften gibt, sondern zu wenig Leser, die diese Zeitschriften und Verlage tragen. Also an sich halte ich das jetzige Verhältnis für ausgeglichen. Also man braucht nicht viel neue Zeitschriften, vielleicht es gäbe Platz mit Sicherheit für ein bis zwei, aber vor allem gibt es eben keinen Sinn, wenn man die Leser nicht vermehren kann. Und die häufigste Haltung, die ich wiederum höre, ist gar nicht die, boah, es gibt zu viel, sondern eher, wozu das Ganze? Warum soll ich überhaupt Zeitschriften, Abonnement halten? Warum soll ich überhaupt dies und jenes nochmal lesen? Warum überhaupt lesen? Das ist ja die schlimmste Frage, warum überhaupt lesen? Und solange dieses Problem nicht in den Griff zu bekommen ist, braucht man auch erstmal nicht über einen Mangel an Verlagen oder so zu klagen. Aber Fakt ist ja, das, was es an Auswahl gibt, wir haben eigentümlich frei. Das ist im Grunde genommen so das libertäre Flaggschiff, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal eine Ausgabe in der Hand hatte. Ich glaube, ein, zwei Stück mal irgendwo in der Hand gehabt, für ein Burschenschaftshaus vielleicht oder so. Was haben wir noch? Naja, ich würde mal, also wenn wir mal auf der libertären Achse anfangen, dann ist es, wie du sagst, eigentümlich frei, die es ja auch im Kiosk bundesweit gibt. Dann gehen wir weiter rüber. Dann gibt es natürlich die Cato. Ja. Liberal-konservatives Magazin, Karl-Heinz Weißmann ist dort sehr stark eingebunden. Es ist, gehört im Grunde der JF. Ist Junge Freiheit-Milieu, genau. Dann gibt es eben Junge Freiheit als Wochenzeitung, auch würde ich mal sagen, liberal-konservatives Blatt. Dann gibt es die Etappe, das finde ich ganz interessant. Unregelmäßig erscheinende Zeitschrift, die es seit vielen, vielen Jahren gibt. Ich würde mal vorsichtig sagen, undogmatisch nonkonform, also von katholisch, von katholisch-traditionalistischen Texten, die 40 Seiten lang sind, mit Endnoten, mit Fußnoten, über kurze Gedichte, über lustige, polemische, satirische, zynische Texte, ist alles dabei. Aber das ist eben kein Medium wie die Sezession, das zweimonatlich regelmäßig erscheint. Ja. Aber die Etappe ist auf jeden Fall interessant. Dann haben wir die Kehre, dürfen wir nicht vergessen. Jonas war ja, glaube ich, schon Gast bei euch. Jonas war schon Gast, ja, und ist ein neues, sehr empfehlenswertes ökologisches Magazin. Genau, ab dieser Woche auch am Kiosk, interessanterweise. Ab dieser Woche auch am Kiosk, genau, mit der neuen Ausgabe. Ich glaube, das ist eine Art offenes Themenheft. Diesmal die nächste Ausgabe, ich weiß nicht, ob wir schon spoilern dürfen, wir machen es mal, ist zur Postwachstumsökonomie. Oh, sehr interessant. Ich werde da schreiben, du wirst schreiben, habe ich gehört? Ja, müssen wir noch in die Entscheidungsfindung gehen, aber... Du wirst schreiben, ich werde schreiben. Ich habe auch ein Thema vorbereitet. Du hast auch wieder ein Thema vorbereitet? Meine Herren, guck mal. Gott. Das wird schlimm. Bestimmt wieder Black Metal, hä? Das war's dann. Lustigerweise nicht, aber ich bekomme lustigerweise von der Kehre immer am zuverlässigsten Rückmeldungen. Ja, ja, klar. Das ist auch bei so jungen Projekten, die ein ganz konkretes Ziel haben und auch eine ganz konkrete Themenstellung, gibt es eben auch sehr engagierte Leser. Das ist was anderes. Ich will da ja niemandem zu nahe treten, aber es ist was anderes, ob ich die Kehre im Abonnement halte oder Kato. Das ist halt in aller Welt Magazin. Ja. Das ist einfach so. Und was bei Kato stelle ich mir immer so einen 60-jährigen, bald pensionierten Bourgeois vor, der in seinem teuren Ledersessel sitzt, irgendeine besondere Zigarrenmarke raucht und dann eben diese haptischen Genuss der Zeitung... das doch nicht. Für mich ist das Abfall. Das sind auch diese Personen, von der ein bekannter Buchautor gesagt hat, dass sie dann nicht bereit wären, 50 Euro im Monat
zu spenden. Ne? Also ich muss sagen, für mich ist sowas wie Kato ist für mich Abfall, weil es gibt entweder offene Magazine, also offene Themenhefte, die sich auf Ästhetik konzentrieren. Aber ästhetisch? Auf seine Art und Weise ist das Magazin schon ästhetisch. Meine Güte, da gehe ich zur nächsten Dorfdruckerei, gib die Daten ein, ich will die und die, was weiß ich, Papiermarke haben, ich will die und die Pappmarke haben für den Umschlag, und dann habe ich das auch. Da kann ich auch eine Prägung vorne reinsetzen, das ist im Grunde genommen eine Geldfrage. Wie viel Geld habe ich, um ein schönes Magazin zu gestalten? Oder bist du einfach nur beleidigt, dass sie dir diesen Titel Magazin für neue Sachlichkeit weggenommen haben? Ja, das ist ja schon der nächste Affront. Nein, also ich will den Leuten... Ich glaube, so heißt Untertitel, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich kenne die nicht. Ich habe da auch nichts dagegen. Ja, ich finde es gut, wenn es das gibt, aber was trägt das aus? Unsinn. Wenn ich ein Kulturmagazin sein möchte, dann muss ich mich auch wirklich mit ernsthaften kulturellen Entwicklungen beschäftigen. Da muss ich, wenn ich rechts bin, sowas wie Wolf PMS besprechen. Dann muss ich, wenn ich konservativ bin, dann muss ich zumindest irgendwie Gespräche führen über neue Entwicklungen in der Kunst. Dann muss ich meinetwegen auch mal über Graffiti sprechen. Also man muss interessant sein. Das ist einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für mich. Ja, das mag sein. So. Ja, aber du musst dir das Klientel... Nichts gegen dich, Benedikt. Ich schreibe da nicht. Nicht den rechten Namen. Genau. Nee, ich schreibe da nicht. Aber der Punkt ist doch der. Das Klientel habe ich doch gerade kurz versucht zu skizzieren. Aber weiß ich nicht, ob das stimmt. Was will denn so ein 60-70-Jähriger, nicht ein 60-70-Jähriger, aber halt nur gegen solche 60-70-Jährigen, was wollen die denn mit Wolf PMS, bitteschön? Also was die hören wollen, ist doch zum 100. Mal, dass die 68er zu Bildungs- und Kulturverfall geführt haben, dass die schöne Kunst nichts mehr wert ist, dass die Wagner-Festspiele immer schlechter werden. Das sind doch deren Themen. Also das Thema können wir auch abhaken. Da lohnt sich jetzt wirklich nicht, dass ich durch meine Krankheit im Übrigen ledierte Stimme noch weiter strapaziere. Ich würde eher weitergehen, wenn man im Bereich... Du hast die Grauzone ignoriert. Hast du schon mal in der Hand gehabt? Ja, und zwar in der Hand gehabt insofern, weil ich eigentlich mir das Katapult holen wollte. Dieses Kartografie-Magazin aus Greifswald, und die Grauzone offensichtlich beim Design ein bisschen Anleihen nimmt, vorsichtig ausgedrückt. Ansonsten, ich habe es mir angeschaut, zur Kenntnis genommen und wieder reingestellt. Aber ist doch auch im Bereich libertär einzuordnen. Ja, ich denke, ich würde die auch bei Eigentümlich Frei, nur ein bisschen jünger vermutlich, ein bisschen jünger, ein bisschen poppiger, bisschen vielleicht auch ein bisschen informeller. Also die haben ja auch so Infografiken und so, habe ich da gesehen. Ich weiß nicht, ob es in jedem Heft ist, aber jetzt auch nichts, was ich kaufen oder unterstützen würde. Naja, ich sag's mal so, ich muss gestehen, dass ich da eine fast peinliche Unwissenheit an den Tag lege, was diese Periodika angeht, weil also es ist jetzt nicht so, dass ich nichts lese, was nicht meiner Meinung entspricht. Gerade im belletristischen Bereich und so weiter bin ich schon ein großer Querleser. Was Magazine betrifft, nicht so sehr. Beziehungsweise wenn ich dazu was greife, dann zu was wirklich sehr Konträrem. Ja. Und diese Sachen, die da so im libertären Anleihen nehmen, wie Grauzone und so, das nehme ich zur Kenntnis. Ist auch schön, dass es grundsätzlich sowas gibt, aber also, Volker, hast du schon mal so ein Grauzone-Magazin in der Hand gehabt? Es wurde uns zugeschickt tatsächlich mal, habe ich dann benutzt, um den Dauke-Dachtisch am Wackeln zu hindern. Ja, das ist konstruktiv. Okay, das ist tatsächlich konstruktiv. Aber ich muss gestehen, ich oute mich, ich habe tatsächlich schon am Bahnhofskiosk öfters mal die Eigentümer frei gekauft. Ja, und die Preußische Allgemeine auch. Nee, die habe ich auch mit Sicherheit schon mal gekauft. Da habe ich ja angefangen zu schreiben. Aber, ach echt? Ja, wirklich. Ich dachte immer bei Blau Narzisse. Nee, vorher habe ich schon für die Preußische Allgemeine. Das ist interessant. Ja, das ist ganz verrückt. Die ist ja auch gar nicht so schlecht. Also. Naja, die Preußische Allgemeine ist die kleine Schwester der JF, würde ich sagen. Und der Politeil, ich habe da für die Sammelstelle mal überlegt gehabt, eine Wahlanalyse von Werner Patzelt aufzuspießen. Ich glaube, ich habe es dann gelassen. Schreibt er dort, ja? Ja, war zumindest in dem Heft vertreten, aber es war auch eine Wahlanalyse seinerseits. Was ja lustig ist der Podcast von Grauzone, um in diese... Haben die einen, ja? Ja, ja, um in die Denkweise von diesen Leuten reinzukommen. Aha. Die machen sich auch regelmäßig über Benedikt lustig. Also, echt? Guck an. Naja. Sind die schwul? Keine Ahnung. Vielleicht. Die Libertäten. Naja, gut, wenn die Libertäten... Das ist ein anderes Thema. Gut. Ja, aber man muss ja auch nicht über jedes kurzlebige Projekt jetzt irgendwie 3-4 Minuten Sendezeit verschwenden. Das stimmt, Benedikt. Dann, also wir haben eigentlich alles so ein bisschen gesehen gehabt, oder? Was also, in der BRD? Also lesenswert tatsächlich. Wir haben die Tumult natürlich vergessen. Ja, aber was ich sagen wollte ist, lesenswert tatsächlich ist, wenn man auch andere Meinungen lesen möchte, jetzt innerhalb dieses
konservativen, liberalen, rechten Segments, in dem man erstmal jetzt bleibt, nicht im linken, Cicero. Also Cicero hat in den letzten 2-3 Jahren auch eine interessante, leichte Rechtsverschiebung hingelegt, insofern, dass er auch konservativen Positionen Raum gibt. Ach, also nicht dasselbe wie Cato? Naja, der Cicero ist vielleicht das, was andere gerne wären. Also, wenn ich jetzt einen Cicero habe, brauche ich eigentlich nicht Cato und Tumult oder so. Da habe ich dann einen Cicero. Aber gut, Tumult hat ja mehr so diesen Kunsteinschlag hin und wieder noch, ne? Ja, aber ich bin kein Leser der Tumult, deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen. Im Bahnhofskiosk sind es immer so Zeitschriften wie Grauzone, Tumult. Die muss ich dann irgendwie zur Seite nehmen, um irgendwie an Gegenstandpunkt zu kommen oder an andere, wichtigere Zeitschriften. Da ist dann mein Interesse auch... DMZ zum Beispiel. DMZ zum Beispiel. Nee, das zum Beispiel nicht. Aber natürlich kann man auch die beiden Magazine erwähnen in der Rechten. Kompakt und Zuerst. Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt nichts für uns vielleicht, aber sollte man eine Phase gelesen haben. Und ich finde es auch wichtig, dass es sowas wie Kompakt und Zuerst gibt. Aber wenn man das so subsumiert, ist es doch mehr, als ich dachte. Also ja, eben. 10 Magazine, sag ich, auf so 10 Mangel. Magazine kommt man schon, ne? Ja, also es gibt halt eben nicht sowas wie in den 70er, 80ern so dezidiert neurechte, strategische Organisations- es gibt keine Es gibt keine Theorie-Periodika. Das kann man, glaube ich, sagen. Also wenn man die Kompakt sich anschaut, die kommt ja, und da will ich niemandem zu nahe treten, historisch schon eher von diesem Verschwörungsgleis. Das kann man schon so sagen. Wie man das heutzutage einschätzen möchte, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber heute hat es schon auch so aktuelle journalistische Dinge mit drin. Keine Ahnung, Flutkatastrophe, diesen hingefahren machende Reportage. Ja, bitte. Dieses Sonderheft über die Antifa und so weiter. Ich will das gar nicht bewerten. Ich sage nur, das hat sich gewandelt und wir finden uns mit der Kompakt schon im rechten, eher boomerischen Bereich wieder. Aber auf jeden Fall hat es im Gegensatz zu sowas wie Decato eine Lebensberechtigung. Auf jeden Fall. Also es deckt einen ganzen Bereich ab, den es sonst überhaupt nicht gibt. Und ich kenne es tatsächlich aus eigenem Erleben, dass sogenannte Normies nach rechts gewandert sind über Kompakt. Und das waren dann keine Boomer, das waren keine Verschwörungstheorien. Erzählst du von dir selber, ja. Nee, tatsächlich nicht. Das ist nicht der Fall. Aber obwohl ich die frühe Kompakt auch geschätzt habe, als auch noch andere Autoren dort geschrieben haben, als es ja noch so ein bisschen so eine Art so ein Querfront-Hype gab. Ja. Naja. Aber Kompakt hat eben so eine gewisse Konjunkturorientierung. Also man merkt, wenn man wahrscheinlich jetzt mal ins Archiv gehen würde und die Kompakt von Anfang an bis jetzt anschauen würde, durchblättern würde, sieht man eben, dass Jürgen Elsässer es schon immer sehr versteht, aktuelle Trends aufzugreifen, die zuzuspitzen und populistisch nutzbar zu machen. Nicht in jedem Fall gefällt mir das, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe, aber so wie Philipp sagt, die Existenzberechtigung ist auf jeden Fall da. Ist auch zu einem vergleichsweise großen Unternehmen einfach geworden. Ne, muss man halt auch sagen, die beschäftigen, ich weiß nicht wie viele, aber mittlerweile sehr viele Leute haben da... Das ist doch gut. Genau. Also es ist... wenn man die Sezession als das neurechte Flaggschiff bezeichnen möchte, hat man, glaube ich, als nicht als Gegenspieler, aber als eine zweite Achse, auch was die Wirtschaftlichkeit und so angeht, muss man da auf jeden Fall Kompakt nennen. Ja. Und dann, was wir jetzt sozusagen ein bisschen unter den Tisch fallen haben lassen, ist noch die Zuerst. Hab ich schon erwähnt, doch. Hast du erwähnt, Zuerst. Ganz andere Baustelle. Ja. Aber wir haben schon eine relative Fülle. Und dann natürlich noch dein Steckenpferd, Anbruch. Nee, also gibt's noch, ja? Haben die mehr als eine Ausgabe gebracht? Ich glaube, die haben die dritte Ausgabe jetzt sogar. Ja, weltbewegend. Der ist doch dieser Möchtegern Harald Schmidt auch dabei. Mit ihren fünf. Der mit dieser Brille, der immer unter anderen Namen schreibt. Der irgendwie fünf. Aber das bist nicht du, obwohl du auch so. Das ist ja lustig. Ich kann voller Stolz sagen, dass ich das nicht bin. Ich bin auch glücklich drüber und dankbar. Und in dem Fall ist ja Gott ergeben, dass ich das nicht bin. Aber man muss auch generell sagen, eigentlich. Wenn man jetzt diese Zeitschriftenwelt anschaut, rechts der Mitte, von liberal konservativ bis rechts, dann können wir noch rechts außen, gibt es noch jetzt dieses Agora Europa. Von Metapol gibt es jetzt noch, genau, von Alexander Markovic, der dort mitmischt. Es gibt die Deutsche Stimme gibt es auch. Deutsche Stimme gibt es als Magazin, Monatsmagazin, die gibt es noch. Aber wenn man dieses ganze Feld anschaut, dann muss man sagen, also erstens findet jeder sein Plätzchen, also wenn er wirklich lesen will. Ja. So, und zweitens ergibt sich daraus die Notwendigkeit, dass man mehr Leser aktiviert, egal wer. Mhm. Also es muss einfach, und es ist ja auch oft so, dass die Leute auch wandern. Also es gibt auch Leute, das hat mir einer beim vorletzten Schneroder-Event sozusagen erzählt, da hatten wir über solidarischen Patriotismus diskutiert und er hatte das Gespräch damit eröffnet, dass er langjähriger eigentlich Freiabonnent war. Bin ich erstmal erschrocken kurz und dachte so, oh Gott, jetzt muss ich eine halbe Stunde lang anhören, warum der freie Markt dann doch alles regelt und warum die Privatisierung uns Glück verheißt. Und dann sagte der halt so, ja, hat er eben gesehen, ab und zu mal Lichtmess dort geschrieben, aha, was macht der sonst so, gegoogelt, Sezession. Und so kam der rübergewandert. Also
man darf das nicht unterschätzen, dass innerhalb der Rechten ja auch Sortierungsprozesse gibt. Jeder entwickelt sich weiter, jeder verändert sich. Dann sucht man vielleicht was Neues. Dann landet man vielleicht bei Sezession an Teilhaus in Europa. Und das ist ja dann gut. Also es muss ja irgendwelche Brücken geben. Vielleicht wäre es ja deswegen auch ganz gut, wenn du mal öfter in der eigentümlich frei schreiben würdest. Ja, Herr Lichtschlag, also der hört das ja mit Sicherheit im Podcast. Dann soll er eben den Gastbeitrag fragen. Also ich weiß, dass ein gemeinsamer Förderer von eigentümlich frei und IFS das sogar mal vorgeschlagen hat, es eine Art Podium zu machen mit meiner Beteiligung und dem Libertären. Das wurde dann leider Gottes komplett abgelehnt. Wobei man auch da sagen muss, das kommt natürlich auch darauf an, mit wem man debattiert. Also mit einem anderen Lichtschlag zu diskutieren lohnt sich. Hat ja auch Götz Kubitschek in der Sezession mehrfach gemacht. Das ist dann interessant und hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Aber dann gibt es natürlich irgendwelche libertären Kiddies, die wertet man nur auf, wenn man sich mit denen ernsthaft unterhalten würde. Also man hat Lebenszeit. Die Lebenszeit ist wie jede Ressource limitiert. Und die limitierte Ressource muss ich dann nicht opfern für irgendwelche Kids. Aber wenn wir jetzt mal diese ganze Zeitschriftenlandschaft anschauen, dann muss man sich ja doch fragen, wir hatten das ja im letzten Podcast intensiv besprochen, welche Bücher wir jetzt jungen, naja, patriotisch angehauchten Personen in die Hand drücken würden. Welche Magazine würden wir denen in die Hand drücken? Ja, das kommt darauf an, wie alt ist der, woher kommt der, welchen, ohne das jetzt eigentlich böse zu meinen, welchen Bildungshintergrund hat er, welchen Bildungsinteresse hat er, welchen Lesehunger hat er, welche Zeit hat er auch. Also da würde ich keine Pauschalaussage machen, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, in der jetzigen Zeitschriftenlandschaft, so wie sie jetzt im August 2021 ist, sollte man die Sezession im Abo halten, um informiert zu sein, was im neurechten Dachorgan vor sich geht. Man sollte die Kehre abonnieren, weil es das ambitionierteste und wichtigste junge Projekt ist, vor allem natürlich auf dem Feld der ökologischen Frage, die zunehmen wird, im Hinblick auf Klima, Umwelt, Natur etc. Also die sollte man auch im Abo halten und dann ist man als Student da oder als normaler Leser bei 50, 80 Euro im Jahr. Und wenn mir dann jemand sagt, das ist nicht machbar, dann muss ich immer schmunzeln, weil ich ja auch weiß, was die Kleidung kostet, die Kameraden tragen, was ein Fußballticket kostet, was eine Auswärtsfahrt kostet mit Bus, Alkoholkonsum und Verzehr. Also 80 Euro im Jahr hat man im Regelfall schon, soziale Härtefälle jetzt ausgeschlossen, aber für die gibt es ja auch immer einen Weg, das Abonnement dann preisgünstiger zu gestalten. Also lange Rede, kurzer Sinn, wichtig ist, die Leselust zu wecken. Und wenn jetzt jemand mit Kompakt den Einstieg findet, dann ist es doch auch genauso gut, wie wenn er es mit was anderem findet. Hauptsache, die jungen Leute fangen wieder an, rechts zu lesen. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Leute das nicht lesen, nicht an einem monetären Hintergrund, sondern weil sie das Angebot scheiße finden. Wenn das so ist, dann wird sich in den nächsten Monaten, Jahren mit Sicherheit in diesem Segment was tun. Dann wird es was Neues geben, weil das so ist, wenn Nachfrage entsteht, das ist die klassische Marktregel, lieber Volker. Ja. Ne, also Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass ich diese ganze Neurechte oder generell die rechtsorientierte Zeitschriften- und Zeitungenlandschaft ist ja nie statisch. Eine wird verschwinden, der andere kommt. Aber da sind wir bei der entscheidenden Frage, was fehlt denn? Fehlt denn überhaupt was? Ja. Wir haben jetzt hier mindestens 10 Periodika. Du siehst ja, was fehlt. Also fehlen würde natürlich die Ecke, die in den 70er Jahren dominierte und die heute verschwunden ist. Das ist die Ecke, die im Endeffekt früher bezeichnet wurde als Nationalrevolutionäre, wobei heute der Begriff natürlich inflationär verwendet wird, auch von irgendwelchen NW-Gruppen, die eigentlich mit den historischen Nationalrevolutionären der 30er nichts zu tun haben. Ernst Niekisch, Karl Otto Pedel, Otto Strasser etc. Aber auch mit den Nationalrevolutionären der 70er, 80er nichts zu tun haben. Junges Forum, Henning Eichberg, Sache des Volkes, Nationalrevolutionäre Aufbaugruppen und so weiter und so fort. Das heißt also, dass dieses Segment fehlt. Es fehlt auch deren Konnex, den die damals ja gemacht haben. Die waren ja nicht nur nationalrevolutionär, die waren ja auch sozialrevolutionär und paneuropäisch. Dieses Feld liegt brach. Aber, ich meine, Junge Europa Verlag gibt's, der bedient es zumindest in gewisser Weise im Buchsegment und im Zeitschriftensegment, ob es dann die Zukunft erforderlich macht, dass es dann auch so eine Art Theorieorgan aus dieser jungeuropäischen sozialrevolutionären Ecke gibt, das wird sich zeigen. Aber auch da muss man natürlich trotzdem in dem Fall tatsächlich Marktanalyse betreiben und schauen, gibt es genug junge Menschen oder generell Menschen, die bereit sind, diesen Weg gemeinsam zu gehen und es auch zu unterstützen. Wobei, es hilft ja nicht, ein Magazin für 40 Leute zu drucken. Klar, wobei diese Sorge gab es ja beim Verlag selber auch schon und die wurde ja aufgerieben in der Hinsicht, dass man sagt, es gibt sie. Wir haben gute Verkaufszahlen, gute Abnehmer, junge Leute, die auch nicht aus dem bisherigen Käuferkreis anderer Magazine und Verlage kommen. Das heißt grundsätzlich, das Segment zu erschließen, wenn man das jetzt so marktwirtschaftlich ausdrücken möchte, glaube ich, ist möglich. Die Frage ist, ob es tatsächlich sowas benötigt oder ob es nicht diesen gescheiterten Versuch von Arkadi braucht, eine Neuauflage, eine Art Lifestyle-Magazin zu schaffen, weil ich denke jetzt nur an den einen oder anderen aus Dresden, den ich kenne, der in einer Jugendgruppe organisiert ist, die außerhalb der IB steht,
da ist man schon interessiert an radikalen, grundsätzlichen Aussagen und auch Standpunkten, aber eben nicht im so extrem theoretischen Bereich. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass viele von diesen Zeitungsprojekten sich immer irgendwie an der AfD und deren Positionen orientieren. Ja. Das war, glaube ich, bei der Arkadi ganz in der Endphase, sage ich mal, irgendwie tödlich, dass das auch diese Themen irgendwie nur noch so AfD, JA, Boomer-Zeug bespielt haben und wirklich nicht mehr die Leute, wobei eben jener Person und Jugendgruppe wären, wirklich interessiert haben. Weil ich würde jetzt nicht als Entweder-Oder begreifen. Also, dass es ein rechtes Lifestyle-Magazins bedarf, da bin ich völlig bei euch. Also, es müsste jetzt eine Art Arkadi in gut geben, in frisch, in lebendig und in nachhaltig. Aber das andere ist davon unbenommen. Also man holt ja eben unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Inhalten und Stilen und Designs etc. pp. Holt man die auch ab. Und es gibt ja auch für jeden dann eben das passende Medium. Also ich denke, dass dieser ganze Zeitschrift- und Publikationskomplex nie statisch ist. Und wenn sich was bewegt, bewegt sich was. Und du hast natürlich mit dem Europa recht, das habe ich nicht ganz bedacht. Du hast natürlich, im Endeffekt bist du in Vorleistung gegangen und hast das Milieu auch selbst gebildet. Ja. Also das wachsende junge Europamilieu speist sich ja nicht nur aus Leuten wie uns, die relativ alt schon sind im Politischen, sondern die jung dazu kamen, weil sie das erste Mal als 16, 17, 18-Jährige Dominik Venier die Hand gedrückt bekommen haben. Hättest du nicht den verlegt und das Risiko gewagt, dann hätten die entweder gar nichts in die Hand gedrückt bekommen oder das Falsche. Und deswegen ist es natürlich schon gut, sowieso gut, dass es einen Verlag gibt. Und bei der Zeitschrift halte ich aber eben diese Zeit Zwangsverhältnisse für ein Problem. Ja. Die Etappe ist ja eine Ausnahme, weil die im Endeffekt eher ein spielerisches Organ ist. Aber bei deinem Verlag hast du ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt einfach kein interessantes Thema, ich verlege jetzt mal 6 Monate nichts. Mhm. Bei einer Zeitschrift, die auf einen Abonnentenstamm aufbauen muss, die auch die sich ein Periodika zeichnet sich dadurch aus, dass es periodisch erscheint. Und da ist dann die Frage, ob dieses Milieu sozusagen groß genug ist. Jetzt nicht massenmäßig, aber groß genug im Sinne von, es gibt genug Leute, die bereit sind, mit anzupacken und es zu unterstützen und zu verbreiten. Das ist Spekulation. Ich sehe ja das Problem weniger bei den Abonnenten als bei den Autoren. Das ist ja auch eine Geschichte, mit der die Kehre zu kämpfen hat. Ja. Es gibt viele junge Leute, die würden dann was beisteuern, aber da ist einfach das Niveau noch nicht gut genug. Das ist auch gar nicht schlimm. Mein Niveau war am Anfang auch nicht gut genug, um in sowas zu schreiben. Es gibt da keine Spielwiese, keine Übungsstätte. Ja. Und da wäre so ein bisschen die Frage, hat man, und ich glaube, dass, wie gesagt, das ist auch ein Problem, mit dem zum Beispiel die Kehre zu kämpfen hat, die Sezession nicht so stark, aber teilweise auch, gibt es junge, gute Nachwuchsautoren, die qualitative Beiträge leisten können. Das ist sozusagen eine Problematik. Aber das ist vielleicht auch wieder der interaktive Aufruf. Das hat letztes Mal ganz gut geklappt an die Zuhörer, die es bis zu, ja, was haben wir jetzt? Eine Stunde haben wir jetzt schon gesprochen. Die es bis hierher geschafft haben, schreibt doch mal in die Kommentare, braucht es ein Jung-Europa-Magazin? Braucht es das? Braucht es das nicht? Wenn es das braucht, was müsste das für Themen haben? Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich bin der Meinung, woran es sozusagen krankt, ist diese europäische Vernetzung. Das ist ganz klar. Das hat der Verlag sich schon seit Beginn auf die Fahnen geschrieben. Man bräuchte im Prinzip ein Heer von Übersetzern und müsste im Prinzip auch vom Ausland einfach zusammentragen. Ja, also man hätte sozusagen ein Magazin, in dem es 3-4 eigene deutsche Beiträge gibt. Ja. Und da bräuchte man auch gar nicht so viele Autoren für. Und dann müsste es eben aus der Element, die Element erscheint auch periodisch. Alle 2 Monate. So, da kann man alle 2 Monate 2-3 Beiträge übersetzen, kostenfrei. Das macht die Sezession aber ja. Das macht die Sezession regelmäßig, auf Betreiben von dir sicherlich auch. Aber so ein Magazin bietet ja auch mehr. Also das hat mehrere Beiträge. Es gibt Reflegier und Agir, heißen sie, glaube ich. Genau. Da kann man zumindest teilweise was rausnehmen. Ist schon prononciert. Es gibt die Livrabit. Livrabitre, genau. Das ist eine belletristische rechte Zeitschrift aus Frankreich. Sehr dick, genau. Sehr umfangreich. Sehr gedreht. Es gibt in Frankreich sicherlich noch 2-3 andere. Ja, klar. Und Nouvelle École, Crisis, so, alles Benoit-Zeitschriften. Alles Benoit-Zeitschriften, alles große Dinger. Es gibt vielleicht vereinzelt auch in Spanien, Portugal mal was, wo man hin und wieder was nehmen kann. Man kann in Kontakt natürlich... Ja, Polen, bitte. Polen, in die Ukraine, nach Russland kann man intensivieren. Ja. Es gibt in Kroatien mittlerweile Projekte und auch in Serbien. Also es gibt selbst in Albanien kleine neurechte Gruppen. Aber das Problem, würde ich anschließen, ist tatsächlich nicht unser Wille.
oder dein Wille in dem Fall, sondern das Problem ist tatsächlich auch das Interesse anderer Länder. Hm. Also ich bin ja selber, wie ihr beide wisst, auch überzeugter Gesamteuropäer oder junger Europäer, wie man auch immer. Aber was ich in den letzten 6, 7, 8 Jahren immer wieder feststellen musste, war, dass es ja nicht an uns scheitert. Also, ja. Nicht, also gut, wir sprechen jetzt auch nicht 15 europäische Sprachen, aber wir versuchen ja trotzdem im Fremdsprachensegment uns auszubauen, zu vernetzen. Und oftmals ist es aber so, dass Leute, die eben europäisch des Wortes nach sind, eben dann nicht in der Praxis so europäisch sind. Also dass es irgendwie Veranstaltungen gibt, die ausgerufen werden in Paris, wo dann eben null deutsche Referenten sind, ja. Obwohl man 3 Stunden lang über Europa diskutiert. Und das ist schon schade, dass andere Länder da ein bisschen hinterher sind. Aber die Möglichkeit zu übersetzen, gibt es ja trotzdem. Die gibt es, aber das ist dann immer ein einseitiger Transfer aus dem Ausland nach Deutschland hinein. Ja, das ist leider so. Über das Magazin hinaus müsste es ja auch ein politisches Ziel sein, dass diese gesamte Vernetzung in beide Richtungen läuft. Es bräuchte eine Art IFS auf europäischer Ebene. Genau, so. Und diese ganzen nationalkonservativen Thinktanks, die es da im Umfeld gibt, ich glaube auch von der Lega gibt es eins oder so. Na, es gibt auch das von wie heißt denn, Adinolfi beispielsweise. Ja, aber, so. Aber selbst da ist ja nicht so, dass da bei jedem Treffen Referenten sind es meistens Italienisch und Französisch. Ja. Weil halt Adinolfi in Frankreich und Italien gelebt hat. Du, das ist manchmal ganz banal. Es ist so, wir sind auf dem Weg dorthin, glaube ich. Ja. Aber es braucht noch seine Zeit. Es braucht seine Zeit und es braucht da ganz viel Wille auch. Dieses junge europäische Projekt ist ja ein idealistisches Projekt. Es ist ja kein realpolitisches in der Hinsicht. Ja. Es gibt auch realpolitische Ziele, aber es ist hauptsächlich ein idealistisches Projekt. Man muss dann auch bei den Leuten natürlich das Feuer wecken. Ich meine, erklär erst mal einem jungen Neuling, der 17, 18 ist bei Casa Pound, warum er eben jetzt nicht für einen europäischen EU-Austritt sein soll, sondern für ein europäisches gemeinsame Geschichte, das, also gemeinsame Aktion. Man kann ja auch austreten, abbauen und was Neues wieder errichten. Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Also du musst diesen... Das ist die Ambivalenz, dieser Spagat. Souveränismus, der jetzt in vielen Ländern aufkommt, den musst du auch erstmal widerlegen können. Naja, was heißt widerlegen? Ich halte diesen Souveränismus oder meinen Teil auch Nationalpopulismus, Volkspopulismus für berechtigt und in der Lage, in der wir jetzt leben, auch für ein wichtiges Tool oder für ein wichtiges Werkzeug, um Verhältnisse zumindest zu bewegen oder zum Tanzen zu bringen, wenn es gut laufen würde. Wenn jetzt irgendwie in Italien, keine Ahnung, 20% Fratelli, 20% Lega, da bewegt sich was. Auch wenn ich jetzt inhaltlich natürlich nicht bei denen bin, aber es bewegt sich was. Der Punkt ist der, dass ich glaube, dass es immer schwierig ist zu vermitteln, dass das eine realpolitische Analyse ist, eine realpolitische Schlussfolgerung. Beispielsweise eben zu sagen, man ist für Dexit oder Italixit oder keine Ahnung, wie man es da nennt. Aber man ist auf der anderen Seite eben nicht für dieses komplette Zurück zu einer Fake-Epoche Marke Adenauer de Gaulle, die es nie wieder geben wird. Die auch nicht so erstrebenswert ist, wie man getan wird im konservativen Segment. Um Gottes Willen, genau. Aber, dass man also zugleich sagen muss, wir wollen diese EU nicht, wir wollen aber Europa. Und an sich klingt es erstmal banal. EU ist nicht Europa, unser Europa ist nicht eure EU und so weiter und so fort. Aber man sieht eben immer wieder im Tagesgeschäft, es ist nicht banal. Ja. Und das ist im Endeffekt eine Kernarbeit, die vor uns liegt, dass man eben sagen muss, der Nationalsouveränismus, der Nationalpopulismus ist jetzt geboten in dem realpolitischen Segment. Aber er ist ein Zwischenschritt. Ein Zwischenschritt, der notwendig ist, der aber eben nicht das Ende darstellen kann. Und das ist eben auch dieser Widerspruch zwischen Realpolitik und Metapolitik, zwischen Ideenpolitik und praktischer Politik, dass man eben diese Widersprüche aushalten muss und versuchen muss zu vermitteln. Und wenn man bedenkt, dass wir alle so wenig Akteure sind, dann fällt es halt umso schwerer. Ne? Gut. Freunde, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir sind nämlich schon hart an der Zeitgrenze und wir wollen ja Benedikt wenigstens noch mit ein paar Fragen der Zuschauer konfrontieren, um einen demokratischen Anschein zu erwecken. Volker, es ist an dir. Hast du ein paar Schmankerl rausgesucht? Ich habe mir jetzt sehr viele Fragen rausgesucht, die an Benedikt. Wir haben eine halbe Stunde jetzt noch. Ja, wir werden auch nicht alle behandeln. Zum Beispiel der sehr gute User Paneuropäer hat nach den französischen Literaten Rochelle und Céline gefragt. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man eine ganze eigene Sendung drüber machen. Also, wir haben doch über Tröder Rochelle auch gesprochen. Das war der erste. Ja, aber Céline ist ja jetzt. Céline wurden jetzt die Manuskripte gefunden, das kann man vielleicht ganz kurz sagen. Also, erstens, natürlich ist Pierre Triolet-Rochelle einer der wichtigsten Köpfe überhaupt. Er hat dieses ganze europäische Denken erst verschriftlicht von rechts und er hat vor allem ja auch Impulse ausgesendet auf Jean Mabir auf Benoit und auf Venner. Also lange Rede, kurzer Sinn, er ist der Übervater auch der Nouvelle Droite. Also Triolet ist unumgänglich. Zweitens, Céline. Ich habe in der aktuellen Sezession seinen Roman
Tod auf Raten, ehemals Tod auf Kredit, rezensiert. Es ist halt ein Ekelpaket, er hat nur rumgekotzt, er hat in einer Zeit, in der alles noch sehr bigott und konservativ-bürgerlich war, hat er halt mit Unflat um sich geschmissen. Das wäre Volker gerne. Das hatte damals seine Berechtigung gehabt. Heute liest man das nicht mehr so mit Erschrecken wie vielleicht damals. Bei Selin ist halt das Problem, man weiß halt auch nicht, was ist jetzt ernst gemeint und was jetzt einfach nur extremste Vulgarismus. Also vielleicht dann doch wieder Volker Zierke. So. Aber ich würde sagen, Selin ist definitiv nicht so wichtig wie Drieu, aber man sollte ihn auch gelesen haben, weil es einfach auch gerade diese Deutschland-Trilogie mit Norden oder vor allem von einem Schloss zum anderen, wo er Anfang 45 beschreibt, wie die französischen Kollaborateure aller Schattierungen von nationalkonservativ bis faschistisch, bis eurofaschistisch, wie dann in Sigmaringen, in Süddeutschland, vor sich hin vegetieren und gegeneinander kämpfen. Das ist alles hochinteressant und auch unterhaltsam. Aber Selin an sich ist jetzt für mich persönlich zumindest keine Referenz im politischen oder weltanschaulichen Sinne. Er ist eben ein kurioser Literat von Weltformat, aber er hat eben auch seine ganz dunklen Ecken in seiner Seele. Aber es gibt, um das zu erwähnen, es gibt eine Folge über Drue La Rochelle. War das die erste? Nee, aber es war eine der ersten Podcast-Folgen überhaupt und wir werden sicherlich zur möglicherweise kommenden Neuauflage von Die Unzulänglichen in einem schönen Leder- oder Leinenumschlag nochmal eine gemeinsame Folge abdrehen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich bei euch dabei gewesen wäre, beim letzten Podcast hätte ich gesagt, das ist ein Buch, das muss eigentlich wirklich jeder gelesen haben, Die Unzulänglichen. Und zwar das ist aber kein Einsteigerbuch. Nein, kein Einsteigerbuch, aber es muss jeder gelesen haben. Ja, aber es ist kein Einsteigerbuch. Ihr habt nicht nur bei Einsteiger sagen. Du willst nur den Wert deiner persönlichen Ausgaben hochtreiben bei Booklooker, ne? Nee, da bin ich viel zu faul zu. Nee. Und anstimmen. Gut, weiter. Komm. Und weiter. Eine andere sehr, sehr bekannte Userin auf Twitter, Frau E., hat gefragt, gibt es Überschneidungen zwischen Querdenkern und der Solpat-Bewegung? Kann ich so pauschal nicht sagen. Ich kenne persönlich vielleicht ein, zwei Querdenker. Das ist viel zu diffus und homogen, um da jetzt zu sagen, es gibt das und das. Also ich würde prinzipiell sagen, dass die Skepsis gegenüber dem Establishment eine banale Gemeinsamkeit wäre, die Skepsis gegenüber den jetzigen Corona-Maßnahmen, wobei ich vermutlich nicht so weit gehen würde wie viele der Querdenker. Also ich würde sagen, das kann man so pauschal leider nicht beantworten. Also wir sind gegen viele Maßnahmen, aber keine libertären Staatsfeinde. Genau. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass die Querdenker per se libertäre Staatsfeinde sind. Aber viele schon. Viele schon. Aber ich habe zum Beispiel für dieses demokratische Widerstand von Anselm Lenz, das ist ja aus dem Querdenker-Kosmos entstanden, so ein Monatszeitung, da durfte ich mal einen Gastbeitrag schreiben, warum ich rechts bin. Das war eine Seitenspalte. Das fand ich ganz nett, weil der kommt ursprünglich aus der Linken. Die Taz hat dann über ihn mal auch böse berichtet. Der ist dann immer weiter abgedriftet in dieses Querdenkermilieu. Und da gab es offensichtlich gewisse Schnittmengen. Der Kontakt ist aber auch direkt wieder abgeebbt. Gab auch nicht viel Resonanz drauf. Also ich würde sagen, Überschneidungen von meiner Seite aus persönlich nein. Wenngleich ich jetzt manche Sachen mit Sicherheit beobachte, mit Sympathie, manche mit weniger Sympathie. Aber dafür ist diese Bewegung wirklich viel zu heterogen. Um da eine valide Aussage. Aber wir sind ja alle nicht geimpft und wollen es auch nicht machen, da sind wir ja automatisch Querdenker, ne? Vermutlich, aber Frau E. meint ja jetzt vermutlich wirklich diese Querdenker. Sie meint vermutlich die Demonstration. Und nicht die Haltung. Naja, nein. Ich klinge furchtbar, aber ich bin einfach krank. Da muss man mehr von deinem Bier trinken. Das ist, ja, weil da noch so viel drin ist. Das ist sehr peinlich, um Gottes Willen. Aber gut, komm zur nächsten Frage. Ja, es gab also viele Fragen, wir werden auch nicht alle beantworten können, aber eine Frage hat sich mit dem Thema Nationalkonservatismus auseinandergesetzt. Das war eigentlich keine richtige Frage, wo du die Wurzeln und die Zukunft in Deutschland siehst. Ich glaube, wir können alle sagen, dass Nationalkonservativismus nicht die coolste Bewegung ist. Also gibt es das noch? Ja? Das also Cato? Ja, Erik Lehner ist auch nationalkonservativ. Meinst du? Ja. Was heißt das denn? Nationalkonservativ, also ich verbinde damit immer so ein bisschen eine Kaiserreich-Nostalgie, bisschen behutsam reformorientierter Konservatismus, der aber eben nicht so zahnlos ist wie zum Beispiel der Liberalkonservatismus und nicht so zahnlos wie der systemstabilisierende Mainstream-Konservatismus, Marke irgendwie, keine Ahnung, Friedrich Merz. Also nationalkonservativ ist für mich irgendwie so ein Zwischensegment, das gibt es noch vereinzelt, im Umfeld der Jungen Freiheit einige vielleicht, im Umfeld des IFS mit Sicherheit einige,
Was soll das denn heißen, dass man die BRD erhalten will als Staatsgefüge, aber man möchte halt wieder geordnete Verhältnisse im Sinne von Wehrpflicht, anständiges Militär, keine Gendersprache. Und die Leute gehen, und die Leute gehen Sonntag in die evangelische Kirche statt auf dem Fußballplatz oder so, keine Ahnung. Und nicht in die katholische. Oder die, die meisten zwei Konservativen, die ich kenne, sind leider evangelisch, komischerweise. Ja? Ja. Gut. Aber das ist die Frage. Die Katholiken sind eher libertär dann, ne? Na, das hoffe ich mal nicht. Aber diese Frage ist schwierig zu beantworten. Die Wurzeln liegen natürlich auch, nicht nur, aber auch in der Weimarer Republik. Also ich sage mal eher in der eher elitären Fassung der KR. Dann in den 50er, 60er Jahren mit Sicherheit auch im Adenauer-Umfeld, rechts von Adenauer. Also so das, was man vielleicht als die gaullistische Rechte in Frankreich bezeichnen würde, zu der auch Armin Mohler ja eine gewisse Zuneigung hatte, gerade in seiner aktiven Frankreich-Phase. Also es gibt da schon auch interessante Stränge. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber es gibt beim IFS ein interessantes Buch, das möchte ich wirklich empfehlen. Und zwar heißt das Kurze Geschichte der konservativen Intelligenz in Deutschland von Kalle Weißmann. Und Kalle hat da drin die verschiedenen Gaullisten, Nationalsouveränisten, Nationalkonservative, Christliche, was auch immer, hat der alten BRD wirklich prägnant beschrieben. Mit Hinweisen auf Zeitschriften, mit Hinweisen auf prägnante Köpfe, auf prägnante Begriffe. Also wer sich für diese Wurzeln des Nationalkonservatismus interessiert und wer glaubt, er muss sich damit beschäftigen, unbedingt dieses Buch lesen. Da sind alle Infos drin, die notwendig sind. Und wer da noch weiteren Bedarf hat, dazu lesen, kann in diesem Buch genug Hinweise finden, um sozusagen sich neues Material anzuschaufeln. Wobei der Nationalkonservatismus ja immerhin einen etatistischen Kern hat. Genau, und das ist, denke ich, auch die Klammer, die es gibt zu diesem kleinen Submilieu, wenn es noch als Milieu existiert und nicht nur als Einzelpersonen, dass man eben sagt, man hat diese staatsorientierte Klammer. Oft auch, muss ich sagen, auch wenn ich damit bei euch, glaube ich, keiner auf eine Tür einrenne, das Preußische. Was auch als Klammer wirken kann, zum Beispiel zwischen einem eher solidarischen Patriotismus und einem eher nationalkonservativen Weltbild. Das Coole an den Preußen war ja immer, dass die antikatholisch waren. Also. Das wäre ja auch so ziemlich mein einziger Kritikpunkt am historischen Preußentum und am Preußentum als Idee. Aber nein, das Preußentum hat es ja auch geschafft. Ja gut, die Katholiken sind eher näher an den Italienern halt dran. Siesta halt. Ja. Deiner Scherz. Nein, mach mal weiter, komm. Ja. Was wäre Europa ohne Katholizismus? Also, aber ist ein anderes Thema. Ja, gut. Nicht viel. Gut, wir könnten das ewig ausweiten. Eine letzte Frage vielleicht noch, auch weil ich sehe, dass es oder höre, dass es mit deiner Stimme bergab geht. Benedikt, du bist ja bekanntlich krank, kann man es vielleicht so sagen? Ich wollte es eigentlich heute nicht sagen, aber danke, Kameraden, für euer Mitleid. Ein Genosse fragt nach alternativen Konzepten im Verhältnis von Staat und Markt mit Blick auf China, Syrien und Gaddafi nennt er als Bezugspunkte. Das grüne Buch. Ja, also handle ich kurz ab. Erstens, wichtig ist eben aus dieser Dichotomie Markt versus Staat auszubrechen. Es gibt keine freien Märkte, es gibt nur eingebettete Märkte. Märkte bedürfen der Staaten, Märkte bedürfen der Regeln und auch der Regeldurchsetzung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich persönlich interessiere mich extrem für diese Mischformen. Also ich finde es uninteressant, sich mit reinen kommunistischen Ideologen zu beschäftigen oder auch auf der anderen Seite mit reinen libertären oder anarchokapitalistischen Ideologen. Auch diese ganzen widerlegten Typen wie Hayek, Mises und Co. will ich nicht lesen. Oder habe ich gelesen, aber will ich nicht mehr lesen. Was sind das Autoren oder? Das sind Autoren, das sind im Endeffekt, so, ich sag mal, der Versuch. Es ist so wie Disney, so ein bisschen, ne? Ja, es ist Globalismus auf libertär getrimmt. Ah, ja. Aber deswegen eben trotzdem Globalismus, um zu verwerfen. Im solidarischen Patriotismus habe ich dazu ein Kapitel ausgeführt. Ansonsten muss ich sagen, dass es gibt hochinteressante Mischformen in China, in Ungarn, in Polen, in verschiedenen Ländern Europas. Bei Gaddafi stecke ich zu wenig drin. Der ist auch weg. Ich glaube, jetzt sein Neffe oder so will zurückkommen, ne? Und Libyen wieder einen. Was ja im Prinzip erstmal eine begrüßenswerte Idee ist, oder? Ich kenne den Typen nicht, aber Libyen ist schon schwierig. Also da kann ich wenig dazu sagen, aber es gibt da auch wieder ein sehr lesenswertes Buch zu dieser chinesischen Mischform-Idee. Wie heißt denn das? Ich glaube, das chinesische Jahrhundert oder so, von Wolfram Engler oder irgendwas ähnliches. Bin leider jetzt gerade nicht. Du meinst aber nicht das Buch von dem Chinesen, logischerweise, ne? Nein, das ist ein deutscher Sinologe, hochinteressant.
Habe ich auch in der Sezession rezensiert, ist glaube ich sogar online gratis verfügbar, wer sich dafür interessiert. Also das ist hochinteressant über diese Mischformen, über das Verhältnis zwischen verschiedenen staatlichen Unternehmen. Über den Staatskapitalismus, kann man sagen. Ne? Das ist ja, aber eben nicht irgendwie monokausal erklärt, sondern es gibt eben zig verschiedene Formen und Beteiligungen. Das ist interessant. Und gerade auch diese Debatte, die muss man nicht neu erfinden. Also es gibt zum Beispiel einen Tschechen, den ich sehr zur Lektüre empfehlen kann, Otto Schick. Der war einer der Protagonisten des Prager Frühlings 67, 68 bis Anfang 69. Der hat versucht, reformsozialistische Ideen zu platzieren, ist dann ins Exil nach St. Gallen in die Schweiz, hat dort auch einen Lehrstuhl erhalten und hat so versucht, Synthesen zu entwickeln auf der Höhe der damaligen Zeit. Muss man sich aber mitbedenken, dass sie Digitalisierung nicht enthalten. Ist sehr lesenswert, Otto Schick, auch wenn er am Ende dann sehr abgedriftet ist, fast schon in eine Art ordoliberale Spielrichtung. Aber Otto Schick ist zu empfehlen. Also da würde ich sagen, das ist wirklich ein Thema für drei Sendungen, diese Mischformen. Ja. Aber ich denke gerade die deutsche Traditionslinie auch, wenn man jetzt mal abseits von Polen, Ungarn, China geht oder abseits von Otto Schick, dann muss man einfach sagen, in der deutschen Traditionslinie des Wirtschaftens, es gibt die Genossenschaftsidee, eine grandiose Idee. Es gibt staatliche Daseinsvorsorge-Elemente, die ihresgleichen suchen, immer noch, trotz BRD-Verhältnissen. Also Deutschland hat wirklich so eine reiche Traditionslinie, dass man sich wirklich nicht nach irgendwelchen Chicago Boys richten muss, die dann irgendwie ein angloamerikanisches, verkürztes, libertäres Wünsch-dir-was-Denken hierher bringen und irgendwie reale Probleme verknüpfen mit einer völlig irren Propaganda. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, erstmal voranzustellen, zu sagen, Mischformen, ja, es gibt keine reine Staat oder reiner Markt und es gibt immer verschiedene reale Widersprüche in der Realität eben, aber man soll eben sich davor hüten, sich in irgendwelchen libertären Fahrwassern zu ertrinken. Gut, werde ich beherzigen das nächste Mal. Holger, bei dir mache ich mir da noch am wenigsten Sorgen. Das weiß ich natürlich. Besonders wegen deines T-Shirts jetzt. Ja. Das können wir aber nicht vorlesen. Das können wir nicht vorlesen. Teehemd, wie manche auch sagen. Wie du es sagst. Ich hab festgestellt, dass es in den Kommentaren ein großes Interesse an Ungarn gibt. Du hast es gerade eben gesagt, auch bei den Mischformen. Ist aber vielleicht ein Thema, da gab es jetzt mindestens drei Fragen dazu, dass wir uns für andere mal aufheben müssen. Also ich würde vorschlagen. Du bist ja schon auch ein Orban-Kritiker. Also ich, ja und nein. Also prinzipiell, wenn man überhaupt realpolitisches maximal möglich. Nicht Orban. Ach, Orban. Also, nee, wenn man das wirklich realpolitisch betrachtet, halte ich Ungarn und Polen, die beiden Nationen und die beiden Regierungen, für das im Rahmen des jetzig EU-mäßig Gegebenen, immer unter dieser Einschränkung, für das maximal Mögliche, was gerade eben so geht. Aber das sehe ich zum Beispiel in Polen überhaupt nicht. Also in Polen sehe ich das gerade. Also die ich finde zum Beispiel die PiS-Partei interessanter teilweise noch als Orban, weil PiS es schafft, bei Werten, Familie, Gesellschaft, Abtreibung etc. rechts zu sein, Nationalismus oder zumindest Patriotismus, während sie es im Sozialen einen moderat sozialen Kurs schlagen. Ja, also gleichzeitig diese, halt auch Hardcore-NATO-Knechte sind. Das ist aber jetzt außenpolitisch. Das ist natürlich ein Problem. Klar. Aber es gibt keinen Staat innerhalb der EU, wo man die reine Lehre verwirklicht sieht. Also erstens sieht man die eh nie verwirklicht, aber selbst wenn man jetzt sagt, was ist in der EU möglich, dann würde ich einfach sagen, Polen, Ungarn sind die noch die Besten. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles abfeiere oder unkritisch bin. Also ich sehe auch bei Orban ganz kritisch diese Oligarchisierung dieser Medienstrukturen oder die Oligarchisierung der Konzernkomplexe. Aber man muss immer sehen, was hat man eben anderswo. Also ich versuche das übrigens an Sammelstelle in den letzten Monaten auch immer wieder einen Blick nach Polen und Ungarn zu lenken. Da baue ich auch Kritik ein, auch Lob, je nachdem, was eben gerade besprochen wird. Aber Polen und Ungarn sind definitiv interessante Länder, auch wie Tschechien und Slowakei. Aber natürlich gibt es in Polen, da hast du völlig recht, dieses Problem der übertriebenen Amerika-Hörigkeit. Das hat mich auch in Albanien zugestört. Obwohl ich ja natürlich Pan-Jugoslawe bin als junger Europäer, habe ich auch eine Zuneigung zu Albanien. Und als ich das eine Mal dort war, überall, und zwar nicht an der Küste, jetzt im Tourismusgebiet, sondern wirklich im Binnenland, an jedem zweiten Haus neben der albanischen Fahne, auf einmal irgendwie Ami-Fahnen oder so. Aber so wie in Albanien muss man es eben auch in Polen irgendwie versuchen, zumindest historisch zu verstehen. Die haben eben Angst vor, also die Polen zum Beispiel, eben ganz massive Angst oder Abneigung gegenüber Russland, die baltischen Länder noch stärker. Ja. Die haben eben historische Traumata. Und die historischen Traumata kann man natürlich kühl und rational bewerten, aber
wir sind eben nicht Betroffene und emotional ist das was anderes. Also ich will nicht diese NATO-Hörigkeit entschuldigen, aber ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass es auch für einen Polen schwierig ist, sich da zu positionieren. Und es gibt ja in dieser Regierungsallianz der Peace-Partei in Polen verschiedene Parteien, unter anderem eben Peace, die regiert als Hauptpartei, dann gibt es das solidarische Polen, es gibt drei, vier kleinere Parteien, eine ist jetzt ausgetreten aus dem Regierungsbündnis. Lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich auf jeden Fall immer der Blick nach Warschau und nach Budapest. Ich freue mich auch, dass ich jetzt dieses Jahr in einem ungarischen Magazin Kommentar, das ist in einem Orban-nahen Kulturinstitut, wird das herausgegeben, durfte ich einen sehr ausführlichen, ich glaube, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Zeichen Aufsatz abfeuern über den Konservatismus der Zukunft in Europa, europäisch und sozial. Also es gibt da auch Berührungspunkte, es gibt auch Kontakte. Ich würde jetzt nicht alles glorifizieren, aber ich würde schon sagen, wenn in Europa jenseits von Frankreich, Deutschland, Österreich man sich vernetzen möchte, ist für uns als kleines Milieu mit Sicherheit Ungarn und Polen extrem wichtig. Gut, ich möchte das noch kurz, bevor du das Schlusswort sprichst, Philipp, das wirst du ja sicher gleich machen wollen, noch eine Einladung aussprechen, weil ich auch ein großer Polen-Fan bin eigentlich. Sollten wir mal zusammen nach Polen fahren, dann möchte ich mit dir nach Posen fahren, in die kleine, aber feine Bar Proletariat. Aber ist das zu empfehlen, ja? Ja, die ist sehr lustig. Da müssen wir aber dann erstens klären, ob er dem Spiel Lech oder Warta zu Hause spielt. Ja, die Lech, die meisten finden ja Lech geiler, weil die auch eine geile Fanszene haben. Mein Herz schlägt aber immer für die Underdogs eher. Also bei Warta ist jetzt nicht der Fall, weil die grün-weiß sind und grün-weiß geht einfach nicht. Es gibt keinen deutschen Verein. Deswegen bist du Chemie-Fan auch. Ja, so, und auch in Warschau, also Polonia-Warschau ist natürlich geiler als Legia, finde ich. Aber 99% der normalen Deutschen, wenn wir jetzt auf die Straße rausgehen, ja, dann würden die alle sagen Legia. Ne? Aber ich bin der Meinung, Polonia ist kultiger. Ich bin auch der Meinung, Warta Posen ist auf seine Art irgendwie kultig, aber ich würde das nicht so ernst nehmen, weil ich grün-weiß nicht mache. Sollte also sich der Thomas Fröhlich mal anhören. Ja, Thomas Fröhlich, mit dem habe ich darüber sogar so mal ganz kurz gesprochen. Der ist ja aber Hamburg-Fan, ey, absurderweise. Und Glasgow Rangers. Ja gut, das ist natürlich, das ist ja praktisch der Milton Friedman unter den Fußballvereinen. Also Thomas Fröhlich ist wirklich so mein Parade, also mein Ausnahmelibertärer. Also der ist auf jeden Fall so in Ordnung. Jeder kennt seinen Libertären. Ja, ja. Und ich kenne Thomas Fröhlich. Ich finde ihn auch in Ordnung. Ich hab tatsächlich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, habe ich dem sogar mal irgendwas wegen Polonia Warschau geschickt, weil er mir das genau übersetzen sollte. Weil, egal. Aber Posen gerne, gehen wir zum Lech-Spiel. Undercover. Ich werde auf nur ins Proletariat eingehen. Gut, dann glühst du vor, ich gehe ins Stadion, trinke dort ein, zwei Lech. Haha. Und dann. Aber Lech ist ja so ein Standardbier, ne? Ja, gut, aber bei ja Lech-Posen trinke ich halt ein Lech. Gott. Okay, gut, ich wollte aber da den Werbeblock schlagen. Wobei, wenn wir bei dem Thema, jetzt kommen wir zu interessanten Themen, bei dem Thema Bier in der Region von Posen bis hoch nach Pommern, da würde ich dann doch eher das Bossmann aus Stettin empfehlen. Naja, Pog und Stettin ist eh cooler. Ne? Das neue Stadion wird auch richtig gut. Also würde ich eher dann zum Bossmann tendieren. Aber auch das... Würdest du sagen Danzig, Breslau oder Stettin? Finde ich nicht witzig. Zumal ich auch sagen muss, Polen ist schon eigentlich cool. Oder wie die jungen Leute sagen würde, Polen ist schon sehr, sehr based. Oder fashy auch. Und wir sollten da keine Chauvinismen bedienen. Ja, absolut, ja. Na gut, okay, das würde der Löwe von Breslau anders sehen, oder wie er heißt, ne? Ja, mein Gott. Nein, das war nur ein Scherz. Der ist Löwe von Afrika und der ist selber Ausländer. Ah, okay. Offensichtlich. Also, aber ganz kurz noch, polnisches ja. Bier, nächste Sendung oder was? Ja, du trinkst ja nicht. Du hast nicht mal du hast ein halbes Bier getrunken. Ja, gut, ich bin auch krank und tablettenbedürftig. Tablettenabhängig. Nee, das ist Volker. Wie hast du dich jetzt ertappt gefühlt? Tabletten ich wohne ja nicht. Ich auch nicht. Nee. Sollst du vielleicht machen. Oh, oh. Gut, also. Wäre das schön, wenn wir alle eine wohnen würden. Dann könnten wir immer zum Bier trinken rüberfahren. Also, ja, ich dachte, für die Tabletten aber. Ja, egal. Also. Zum Abschluss. Ungarn, Maria Schmidt, Vorwortschreiberin Theorie der Diktatur. Eben. Aktuelles Buch. Eben. Schöner Bogen. Schöner Bogen zum Verkaufen, ist ja klar, was sonst. Zum Thema NATO-Hörigkeit, vielleicht auch nochmal der Hinweis, ein Buch, das sich bei uns nicht so gut verkauft hat, naturgemäß, aber empfehlenswert ist es Naziokratie von Sziborski. Ah ja, stimmt. Ja. Einer, der sicherlich nicht unter Verdacht stünde, heute NATO-hörig zu sein, auch wenn er sicherlich einen gewissen Russland-Komplex hatte. Trotzdem ein schönes Buch in einer gelben Warnfarbe, das ihr erwerben könnt für 22 Euro, ein Theorieband. Kann ich wirklich empfehlen, finde ich ein gutes Buch. Und zum Abschluss,
Lieber Benedikt, schön, dass du hier warst. Schön, dass wir es geschafft haben heute. Es wird nicht die letzte Sendung sein, ganz sicher nicht. Vielleicht kommen wir ja mal zu so einer kleinen regelmäßigen Dreierrunde, so im Sinne von No Homo, im Sinne von einmal im Monat oder so. Es gibt noch gewisse und viele Themen zu besprechen. Ich hoffe, wir haben zumindest einige Zuhörerfragen beantworten können. Ihr habt ja gemerkt, wir haben über eine Stunde über anderes Zeug geschwafelt und dann noch ein bisschen euch abgehandelt. Aber das ist eben die Demokratie-Simulation, die wir uns von der BRD abgeschaut haben. Okay. Man merkt, dass du schon eineinhalb Jahre hast. Ja, absolut. Das reicht bei dir. Gut, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Diesmal endlich mit Benedikt Kaiser, der sich gestellt hat, der sich in Zukunft auch noch häufiger stellen wird, glaube ich. Wer möchte, greift zur zweiten Ausgabe, zur zweiten Auflage von Europa Power Brutal von John Höver. Und Benedikt, auch zum Abschluss, du hast kürzlich bei Twitter geschrieben, ich glaube, ein oder zwei Jahre Solpart, ne? Ein Jahr, ne? Ein Jahr Solpart. Jetzt genau ein Jahr Solpart. Die erste Auflage war ja nach wenigen Wochen vergriffen, was mich sehr gefreut hat. Die zweite Auflage liegt jetzt allerdings noch knapp zur Hälfte. Nee, weniger als die Hälfte ist noch da. Aber das heißt, man kann Solpart noch erwerben. Also solidarischer Patriotismus bei Antaios.de direkt zu beziehen, auch bei anderen Händlern natürlich, ist ja zu 90% zeitlos. Ja. Weil ich bewusst natürlich auch Grundlegendes dazu geschrieben habe. Und da werden auch einige Fragen berührt, die jetzt Volker auf seinem Laptop stehen hat, die nicht vorgelesen worden sind und die auch vorgelesen worden sind. Also gerade diese Frage, die Frage Mischverhältnisse und so weiter und so fort. Was hat es mit den Libertären auf sich? Das sind alles Sachen, die ich versuche in dem Buch anzuschneiden. Also Werbung in eigener Sache. Ja, also liebe Freunde, wenn ihr mehr von Benedikt Kaiser lesen wollt und ihn noch nicht kennt, was ich nicht glaube, aber greift zum Buch Solidarischer Patriotismus. Natürlich zu beziehen bei antaios.de, wie ihr alle Bücher, die ihr nicht beim Jungen Europa Verlag kaufen könnt, bei antaios.de kaufen solltet. Antaios liefert jedes Buch, da kann man, glaube ich, mal ganz uneigennützig Werbung für machen. Kauft auch das Kaplaken, wie heißt es? Blick nach links? Blick nach links und Querfront gibt's. Blick nach links und Querfront sind zwei Kaplaken von Benedikt Kaiser, sehr zu empfehlen. Greift dazu. Er ist auch zu erreichen über sein Twitter-Profil. Ich glaube, du bist einfach über Benedikt Kaiser zu finden. Wenn es Fragen gibt, man kann dich, glaube ich, da auch anschreiben. Ne? Du hast das nicht gesperrt. Das weiß ich gar nicht, aber man kann mich ja auch, also wenn man mir, glaube ich, folgt, dann kann man mich anschreiben. So ist es, glaube ich, gelöst. So, also, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es ihm persönlich oder beleidigt ihn unter unserem aktuellen Podcast-Beitrag. Er wird sicherlich reagieren. Das ist ja das Übliche. Das ist das Übliche. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Jungs, macht's gut. Wir stoßen nochmal an. Leeren Bier. Leeren Bier, macht's gut. Liebe Freunde, es war mir eine Freude.